Es gibt bestimmte Verpflichtungen, die wir gegenüber Menschen haben, lediglich insofern sie Menschen sind. Ich bin immer noch ich, also da ist nur einer. Aber es könnte sein, dass hier, wo dieser Organismus sich aufhält, ganz viele sind. Dieses Konsumverhalten, das wir jetzt haben, ja, wozu klarerweise sowas gehört wie immer das neue Smartphone und so weiter bei der nächsten Generation, das ist in der Tat radikal böse, jetzt im durchaus düstersten Sinne des Wortes. In der Tat würde ich sagen, dass der moralische Kompass bei Berufspolitikern, Berufspolitikerinnen und so weiter, der muss besonders hohen Ansprüchen genügen. Es gibt Risiken einer soften Diktaturentwicklung, ja? Nachahmung von China und so weiter. Sowas gibt es auch innerhalb der Europäischen Union. Es sind besorgte Bürger unter uns, und zwar viele, ja, deren Existenzen gefährdet sind oder die sich auch sorgen um andere. Es wäre doch furchtbar, wenn diese Menschen sich nicht zu Wort melden. Das heißt Demokratie, dass sie es können. Die marschieren nicht mit Nazis, weil die nicht irgendwo hingehen, weil da Nazis sind. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich zu Gast bei Markus Gabriel. Markus Gabriel ist Philosoph, Professor für Philosophie in Bonn und Autor sehr vieler bekannter Bücher, zuletzt Fiktionen, in diesem Jahr bei Surkamp erschienen und jetzt ganz neu Moralischer Fortschritt im 21. Jahrhundert. Herr Gabriel, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, danke für die Gelegenheit. Moralischer Fortschritt im 21. in dunklen Zeiten, jetzt habe ich es schon falsch gesagt, denn ich wollte eigentlich auf das 21. Jahrhundert zu sprechen kommen, im Untertitel Universale Werte für das 21. Jahrhundert. Wenn ich jetzt auf der einen Seite höre universal, dann widerspricht es doch ein bisschen diesem für das 21. Jahrhundert, müsste man nicht sagen für immer? Das ist natürlich völlig richtig, aber in dem Buch ist ein Gedanke eingebaut, der bei den üblichen Universalismusdiskussionen vernachlässigt wird. Ja, also ich verteidige dort schon den Gedanken, dass es moralische Tatsachen gibt, also etwas, das besagt, was wir tun bzw. unterlassen sollen aus moralischen Gründen und dass diese moralischen Tatsachen zeit- und kulturübergreifend gelten. Ja, also in aller Kürze gesagt, Vergewaltigung war im antiken Rom genauso moralisch verwerflich wie, sagen wir mal, im gegenwärtigen Ghana, ja, oder in Bayern. Ja, das, die Verwerflichkeit dieses Handlungstypus hat weder zu noch abgenommen, die war immer gleich. Was sich aber natürlich geändert hat, sind die Möglichkeiten, bestimmte Handlungstypen überhaupt auszuführen. Also zum Beispiel gab es schlichtweg keine sozialen Medien oder KI-Systeme oder die ökologische Krise im, was weiß ich, 5. vorchristlichen Jahrhundert. Das war nicht ein Problem, das Perikles zu bearbeiten hatte. Ja, das war überhaupt kein zugänglicher Handlungstyp. Und wir haben jetzt im 21. Jahrhundert Handlungstypen aktualisiert, also verwirklicht, die es vorher nicht gab. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Aktualisierung der Anwendungsbedingungen universaler Werte auf diese neue Konstellation. Deswegen die in der Tat sozusagen intendierte Paradoxiesituation, die der Untertitel andeutet und die im Buch auch weiter ausbuchstabiert wird. Ja? Also einerseits haben wir universale moralische Tatsachen, die zeit- und kulturübergreifend gelten. Andererseits haben wir neue Handlungstypen und Anwendungsbedingungen für diese universalen moralischen Werte. Ja? Und deswegen verändert sich unsere Wahrnehmung, also unsere Wertvorstellungen, dynamisch. Ja? Ja. Also das ist ein dynamisches Modell eines moralischen Realismus, der davon ausgeht, es gibt solche universalen Werte, ja? Aber er dynamisiert das, ja? Also dieser Theorietyp. Ja. Meinen Sie das, wenn Sie schreiben, man muss den Wertekanon immer wieder neu justieren und wir müssen ihn von Zeitalter zu Zeitalter neu justieren, also im Grunde genommen anwendbar machen auf die jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten? Genau, ja. Und im Hintergrund steht erstmal der folgende Gedanke. Also was zeit- und kulturübergreifend gilt, ja, im formalen Sinne, ist die Existenz von drei Werten auf einer Skala. Ja. Der eine Extrempunkt ist das Gute. Das, was wir unbedingt unter allen Umständen tun sollen. Ja? Was auch immer wir glauben, was das sei. Man könnte ja der Meinung sein, ja, das ist ein ethischer Theorietyp, es besteht in der Maximierung der Glückseligkeit möglichst vieler Menschen. Oder darin, meinen individuellen Sinn des Lebens zu finden. Oder dem kantischen kategorischen Imperativ zu entsprechen. Oder was auch immer man da, ja, eintragen möchte. Also das, was ich unter allen Umständen
immer tun soll. Das wäre das Gute. Ja? Und das Böse ist das, was ich unter allen Umständen vermeiden soll, also eliminieren soll aus der Wirklichkeit. Das sind die beiden Extrempole. Ja? Also auf der einen Seite allemal sowas wie, was weiß ich, Auschwitz oder der nordkoreanische Staat in der Gegenwart, ja, als Beispiele des Bösen, institutionellen Bösen, teilweise bis hin eben zu Vernichtungslagern. Und auf der anderen Seite die Paradigmen des absolut Guten. Mhm. Ja? Also typischerweise dargestellt in der Form von Heiligen oder sonstigen Heroenbildungen. Ja? Was weiß ich, Gandhi, Jesus, Buddha, Edith Stein, wen man auch da jetzt wieder eintragen möchte, als Paradigma dafür, ja, des Guten. Und dazwischen liegt der gesamte Bereich des moralisch Zulässigen, das nenne ich das Neutrale. Und zum Neutralen gehören auch die Handlungstypen, die moralisch nicht von Bedeutung sind. Meines Erachtens ist das zum Beispiel Präferenz im Geschlechtsverkehr. Ja? Also wir haben irgendwann herausgefunden, dass nichts moralisch verwerflich ist an Analverkehr. Einfach deswegen, weil es gar nicht moralisch relevant ist. Analverkehr ist moralisch genauso relevant wie die Frage, ob ich auf der linken oder rechten Straßenseite spazieren gehe, nämlich gar nicht. Mhm. Ja? Das aber wiederum, ja, hätte vielleicht um 1870 Charles Darwin, naja, der war vielleicht offener, aber vielen nicht eingeleuchtet. Mhm. Queen Victoria oder so, mhm, ja, hätte da, oder meinetwegen der Papst, wären da vielleicht anderer Meinung, aber dann täuschen die sich. Ja, das heißt, der Raum dessen, was wir als moralisch neutral zum Beispiel bezeichnen, der verschiebt sich und da werden Dinge in andere Kategorien heutzutage geordnet. Das bedeutet, wir können eigentlich nicht auf die jeweiligen Kulturen und Zeiten blicken, um festzustellen, was war denn immer in diesen Kategorien drin, sondern allein durch diese Verschiebung merken wir eigentlich, da ist etwas Relatives drin, wenn wir nur auf die Gegebenheiten gucken. Sie sprechen aber von moralischen Tatsachen. Das heißt, es gibt irgendetwas Objektives daran. Wo finden wir denn diese Tatsachen? Ja. Also das ist das, was nicht variiert zunächst einmal. Das nenne ich in dem Buch das moralisch Offensichtliche. Einfaches Beispiel, ja. Kultur- und zeitübergreifend wird man niemals Menschengruppen finden, die man so als Kulturen dann vielleicht bezeichnen mag, ja. Also auf eine bestimmte Weise organisierte Menschengruppen, die der Meinung sind, dass man zum Beispiel Neugeborene die Treppe runterwerfen soll, wenn man gerade Lust drauf hat. Ja. Das macht niemand. Ja, selbst wenn mal ein Individuum sowas macht, wird jede Kultur Bekannte sagen, das geht nicht, jede. Oder einfach nur auf der Straße spazieren und jemanden, der einem in die Quere kommt, in die Fresse hauen. Einfach so. Auch das wird man nirgends finden als Kultur. Darf ich da vielleicht schon widersprechen? Denn ich kann mir vorstellen, dass es Kulturen gab und gibt, die Angehörigen anderer Kulturen und Ethnien als nicht würdig beschrieben haben und die durchaus auch zu Säuglingsmord gegriffen haben, vielleicht sogar kulturell das auch rechtfertigt haben. Ich tue mich jetzt schwer mit tatsächlichen Beispielen, aber wenn man so weit geht, anderen Menschen das Menschsein abzusprechen, ist man ja schnell dabei auch zu sagen, da ist auch Säuglingsmord eventuell gerechtfertigt. Ja, aber zu dem Manöver, das beschreibe ich in dem Buch auch, gehört genau wie Sie sagen, erstmal ein Akt der Dehumanisierung. Ja? Das heißt, die Urteile sind immer moralisch universal, auch die, zum Beispiel das Verbot moralisch kodierte von Säuglingsmord. Ja? Wenn man jetzt also eine Menschengruppe findet, was weiß ich, Eroberer einer anderen Menschengruppe, die bei dieser anderen Menschengruppe aus irgendwelchen Gründen auch immer, ethnischer Art oder welcher Art auch immer, dazu neigt, die Säuglinge eben sogar umzubringen, aus welchen Gründen auch immer, dann geht das nur deswegen, weil sie diesen Säuglingen das Menschsein möglichst weitgehend oder sogar ganz absprechen. Ja? Es gehört also zur Durchführbarkeit von Vernichtungslagern zum Beispiel auf dem Territorium des damaligen Deutschen Reichs, ja? Insbesondere eben in den 12 dunklen Jahren. Zu diesem Territorium gehörte es, dass man sagte, bestimmte Menschen seien keine. Das heißt, die Bezeichnung von Juden zum Beispiel als Insekten oder überhaupt alle diese Tiervergleiche, ja, waren wesentliche Ermöglichungsbedingungen dafür, dass man Vernichtungslager einrichten konnte. Man musste Menschen dehumanisieren. Und zwar genau deswegen, weil unser moralischer Kompass, ja, sagt, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die wir gegenüber Menschen haben, lediglich insofern sie Menschen sind. Und diese Verpflichtungen, die nenne ich die moralischen.
Ja? Das heißt, ich glaube, moralische, also eine wichtige Frage der praktischen Philosophie ist ja, was unterscheidet moralische Gründe, etwas zu tun, von nicht moralischen? Ja? Ich habe zum Beispiel Gründe, heute diese Krawatte anzuziehen. Ich hatte Termine und so weiter. Aber es hat ja nichts mit Moral zu tun. Hätte ich jetzt keine Krawatte an, hätte ich eben keine Krawatte an. Ja? Heute wollte ich eine Krawatte tragen, aus irgendwelchen Gründen. Es hat moralisch überhaupt keine Bedeutung. Ich würde niemandem empfehlen, eine Krawatte zu tragen und auch schon gar nicht diese außer und so weiter und so weiter. Ich mag die jetzt halt, aber ich würde ja nicht sagen, es ist ein moralisches Thema. Ja? Außer irgendwie verwirrte Identitätspolitiker könnten jetzt irgendwie sagen, die Krawatte hat irgendwie einen symbolischen Ausdruck, Autoritäten, Professor, irgendwas. Aber da würde ich sagen, das ist alles verworrener Kram. Ich wollte halt heute die Krawatte mal wieder tragen, das alles. Ja? Moralisch irrelevant. Was aber moralisch von Bedeutung ist, also sind Gründe, die ich habe, etwas zu tun bzw. zu unterlassen, lediglich, weil ich und die Person, gegenüber der ich eine Einstellung habe, Mensch bin. Ja, also ich bin Anthropozentriker in der Ethik. Damit fangen wir schon mal an. Aber das schließt natürlich gar nicht Tierrechte und Umweltrechte aus. Überhaupt nicht, weil eine wichtige Prämisse, die ich immer akzeptiert habe von Hans Jonas aus dem Prinzip Verantwortung, dem gegenüber, ja, das kann ein Mensch, Tier oder die Umwelt sein oder irgendein sonstiges System, worüber ich Macht habe, bezüglich dessen habe ich auch Verantwortung. Ja, das heißt, die Einübung moralischen Denkens im zwischenmenschlichen Verkehr, die können wir bis zu einem bestimmten Maß ausdehnen ins Tierreich und darüber hinaus, aber auch nur bis zum bestimmten Maß, denn niemand von uns findet ja zum Beispiel, dass der Fußpilz das Recht hat, an unseren Füßen zu wachsen, den dürfen wir ohne moralischen Skrupel mit einer Creme behandeln, ja, während es zum Beispiel völlig anders ist, wenn wir ein Pferd auf der Straße sehen, da würden wir sagen, das erschießen wir nicht sofort. Ja, gerade diese Ebene zeigt auch ganz gut die kulturellen Unterschiede, was zum Beispiel den Umgang mit Tieren oder das Verständnis von Tierrechten angeht. Bei bestimmten Lebewesen erlauben wir es uns, die Natur nach unserem Gusto zu verändern. Wir würden es auch mit Schweinen machen, sozusagen, weil sie uns schmecken oder weil wir denken, sie wären wichtig für unsere Ernährung. Andere Völker würden das auch mit Hunden und Katzen machen. Da haben wir diesen Graubereich dessen, was eben die einen sagen, das ist moralisch legitim, die anderen sagen, das wäre moralisch böse oder auch tatsächlich die Massentierhaltung als Quälerei. Wie kann man denn da einigermaßen auch argumentieren und einen festen Boden finden? Ja, man muss den Fall, glaube ich, bis zum Ende analysieren. Was häufig passiert, daher der Eindruck der aufeinandertreffenden Kulturen, ja, von denen wir allen irgendwie, wo wir sagen, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, sozusagen, ja. Möglichst weltanschauliche Neutralität, wir sind da vorsichtig. Aber ich glaube, da sollten wir weniger vorsichtig sein und mal versuchen, die Dinge weiter zu analysieren, ja. Nehmen wir halt irgendeines der vielen Argumente, die vorgebracht werden im Bereich Tierrechte, Massentierhaltung als Quälerei, ja. Nun wissen wir über Schweine zum Beispiel einfach genug, um zu wissen, dass Massentierhaltung für Schweine unter bestimmten Umständen in der Tat eine unvorstellbare Quälerei ist. Ja? Also einem Schwein, einer Schweinemutter, einen Ferkel wegzunehmen, ist fast genauso, ich sage fast, weil es eine andere Kategorie ist, aber ich würde dennoch sagen, fast genauso verwerflich wie einer Menschenmutter ein Kind wegzunehmen. Ja, das ist insofern weniger verwerflich, als die mentalen Zustände von Schweinen, ja, nicht in derselben Weise auf autobiografische Zukunftsbildungen hinzugeschnitten sind, ja, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass Schweine moralisch weniger wert sind als Menschen. Es bedeutet nur, dass sie andere mentale Zustände haben, ja, und die müssen wir dann genauer studieren. Aber sehr wahrscheinlich ist es eben, würde ich so urteilen, ja, wenn man selber Vater ist oder Mutter, weiß man ja, dass man gegenüber dem Kind, ja, ein Bindungserleben hat, das man vorher nicht kannte. Ja? Diese Art von Bindung war emotional vorher nicht vertraut. Und die wird animalisch sein. Ja? Das ist biologisch, dieses Bindungsverhalten. Und da wir analoges Verhalten bei anderen Lebewesen, allemal bei Säugetieren, beobachten wir bei Menschen, ja, dürfen wir, glaube ich, darauf schließen, dass die ein ähnliches Bindungserleben haben. Ja? Und wenn ich mir also vorstellen kann, wie furchtbar es wäre, einer Mutter, einer Menschenmutter, ein Neugeborenes wegzunehmen, ja, kann ich mir vorstellen, dass bei einer Schweinemutter Ähnliches passiert, vielleicht mental weniger nachhaltig. Und das bedeutet natürlich, dass es moralisch verwerflich ist, das zu tun, aus ähnlichen Gründen. Also da würde ich sagen, moralisch ziemlich klarer Fall. Ja. Heißt es dann, dass diejenigen, die das nicht einsehen, einfach noch einen Informationsmangel haben? Genau, die haben nicht genug darüber nachgedacht.
ich habe immer gesagt, und das hat mich jetzt in der Corona-Pandemie geändert, ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, wenn ich nachdenken würde mehr über die Diskussion Vegetarier, werde ich es wahrscheinlich. Und jetzt bin ich schon mindestens 90% Vegetarier geworden in der Corona-Pandemie, weil ich wegen der zusammenbrechenden Ketten, Lieferketten und so weiter und weil meine Frau einen Hang hat zum Vegetarier-Dasein, ja, also aus solchen kontingenten Umständen habe ich mich genötigt gesehen und weil ich ein moralphilosophisches Buch geschrieben habe, die Sache leider sozusagen weiterzudenken. Und ich habe immer vermutet, dass man über das Thema nicht vernünftig nachdenken kann, ohne eigentlich zum Urteil zu kommen, dass es moralisch geboten ist, vegetarisch zu leben. Ja, das scheint mir also leider, ich sage das leider, weil es mich Überwindung gekostet hat, ja, das einzusehen. Und ich hatte die Information nicht. Ich habe sie mir selbst bewusst vorenthalten, weil ich mir schon dachte, wenn man das Thema durchdenkt, kommt dieses Ergebnis raus. Ja. Und jetzt habe ich es leider durchdacht und kann nicht mehr anders. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, da herrscht häufig bei Menschen, das ist nicht immer der Fall, aber es ist ein typischer Fall, dass bei Menschen, die systemisch Böses, an systemisch Bösen beteiligt sind, dazu gehört die Massentierhaltung, dazu gehört auch die Mobilität in Deutschland, ja, und unser Konsumverhalten, da sind wir an systemisch Bösen beteiligt und das funktioniert genau so lange, wie wir nicht genug darüber wissen. In anderen Fällen ist es so, dass wir als Menschheit nicht genug wissen. Ja, also wo im Tierreich zum Beispiel, auf welcher Skala fängt das Bindungsverhalten an? Wir hätten ja ein völlig anderes Bild, übrigens auch von der Vegetarier-Diskussion, wenn sich herausstellte zum Beispiel, dass in einem menschlichen Organismus mehrere Iche sind. Ja? Das ist übrigens nicht so abwegig, wie man meint. Es gibt dieses erlebte Kontrollzentrum, das wir als Ich bezeichnen. Herr Kaiser, wenn Sie denken, ich habe Hunger, dann denkt Herr Kaiser von sich, er hat Hunger. Und wenn ich das denke, denkt Herr Gabriel das von sich. Und das liegt daran, dass wir dieses Ich-Erleben haben. Ja? Also den egozentrischen Index, dass alles, was um uns herum geschieht, ja, zentriert ist auf unsere Perspektive. Das ist einfach eine Tatsache über uns. Ja? Und das nennen wir das Ich. Darüber ist dann, kann man viel philosophisch sagen. Aber wer sagt, dass nur ein Ich hier ist? Ja? Also ich nehme jetzt nur eins wahr, weil es meines ist. Aber zum Beispiel, wenn sollte Ichheit, ja, neuronal sein, was wir alles gar nicht wissen, das ist eine offene Frage, ist nicht geklärt. Aber sollte es ein neuronales Korrelat geben, dieses rationalen Kontrollzentrums, wer sagt dann, dass nicht im Darmbereich, ja, wo mehr Neuronen sind noch als im Zerebrum, also in dem, was man so grob das Gehirn nennt. Ja? Also hier oben ist weniger los neuronal als hier. Ja? Und jetzt stell sich mal vor, da ist noch einer, ja? und der sendet Messages, der weiß aber von mir nicht, so wenig wie ich von dem. Ich denke zum Beispiel, ich habe Lust auf Lasagne und der ruft eigentlich Lasagne, aber der weiß nicht, dass er mir das zuruft und der weiß vielleicht auch gar nichts von Lasagne. So, also je nachdem, wie viele hier sind, wie gesagt, ich meine das ganz ernst, das wissen wir nicht, ob hier mehr als ein Bewusstsein ist. Wir wissen nicht, ob es ein Leberbewusstsein gibt. Ja? Oder wie gesagt, welche Gruppen von Neuronen Korrelate von Ich-Erleben sind. Das ist nicht so, als wüsste man das. Ja. Ja? Angenommen, Ichheit wäre wahnsinnig verbreitet in der Natur. Ja? Dann würde zum Beispiel auch mein ganzes Vegetarier-Argument eventuell zusammenbrechen, weil das hängt sehr stark davon ab, dass ich Tiere klassifiziere auf einer bestimmten Skala im Universum. Also ein Tier ist doch für uns meistens ein sichtbares Ding, mesoskopisch sichtbar für Menschen. Ja? Aber natürlich gibt es auch Tiere, für die das nicht gilt. Und unsere gesamte Tierethik ist natürlich angepasst an die Tiere, mit denen wir leben und die wir direkt sehen. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube, unsere Tierethik müsste sich nochmal radikal modifizieren, sollte sich zum Beispiel herausstellen, dass ich viele bin. Mhm. Ja? Also ich bin immer noch ich, also da ist nur einer. Aber es könnte sein, dass hier, wo dieser Organismus sich auffällt, ganz viele sind. Ein richtiger Zoo. Mehrere moralische Subjekte. Genau. Das könnte, und das möchte ich sagen, ist eine ernstzunehmende Hypothese. Ja? Und wenn das so ist, ja, dann gibt es zum Beispiel dann gibt es so eine Art politische Philosophie in meinem eigenen Organismus, die man ernsthaft durchdenken müsste. Ja. Ja? Und vergessen wir nichts, die Griechen haben das so gesehen. Ich wollte gerade sagen, da kommt Platons Gleichnis auch mit dem Staat, dem genau. Körperteilen doch sehr nahe. Ja. Sie haben eben von so einer Art Empathie gesprochen, die man dann eben auch den Schweinen oder der Ferkelmutter gegenüberbringt. Ist das denn eine Art Mitleidsethik oder ist es eine rationale Ethik? Es ist
deswegen keine Mitleidsethik, weil ich nicht glaube, dass der Grund, ja, meines moralischen Urteils darin besteht, dass ich zum Beispiel Mitleid empfinden kann. Ich glaube, Mitleid oder insgesamt könnte man vielleicht sagen, dass das, was wir Emotionen nennen, da braucht man natürlich auch immer eine gute Theorie, um erstmal zu sagen, worüber wir reden. Aber ich mache es jetzt mir ein bisschen einfach und würde sagen, Emotionen sind vielleicht die Kognitionen fürs Moralische. Ja, das ist eine Hypothese, der ich nahestehe. Ja, also dass die Wissensquelle, ja, Emotionen sind in moralischen Fragen, so ähnlich wie meine Wissensquelle über Außenweltfragen, also ob sie hier sind oder nicht, ja, das ist ja durch mein perzeptives System vorgeprägt, ja. Also bei Menschen ist überwiegend, außer sie sind zum Beispiel blind oder so, ja, der Gesichtssinn relevant für Wissenserwerb, ganz besonders bezüglich der Außenwelt. Ich sehe sie, das ist für mich der beste Grund zu glauben, dass sie hier sind, ja. Aber ich könnte sie auch hören, ich könnte die Augen schließen, dann sind sie noch hier, sagen ja und so weiter, ja. Oder fühlen ist ja noch da und so weiter. Also es gibt viele Kanäle. Und so wie wir diese Kanäle haben, um zu wissen, wie es sich mit Dingen außerhalb unserer selbst verhält, würde ich annehmen, ist es nicht unplausibel, ganz und gar nicht zu glauben, dass unsere Emotionen eigentlich moralisch geeicht sind. Ja. Deswegen kommt man ja auch emotional, gerät man ja ins Schlittern, das kennt ja jeder von uns, wenn man dasjenige, von dem man weiß, dass es das moralisch Falsche ist, dennoch regelmäßig tut. Ja? Und das ist nicht die eine Notlüge, die man dann vergisst oder sowas. Ja? Es sind nicht die kleinen Alltagssünden, die uns nervös machen, sondern wenn wir wirklich in unserem Leben etwas getan haben, von dem wir eigentlich bei näherer Betrachtung eindeutig überzeugt sind, dass moralisch falsche sind, dann geraten wir emotional außer Kontrolle. Das heißt, umgehen Sie damit oder sind Sie doch eher auf der Seite Humes, der diese... das Zentrum der Moral und die Motivation, moralisch zu sein, im Gefühl gesehen. Genau, aber die Gefühle sind nicht so blind, wie Hume sie sich vorgestellt hat. Ja? Also in der klassischen Rekonstruktion von Hume kommt Hume immer an dieser Stelle jetzt vor, als jemand, den man bemühen könnte, um zu sagen, ja, die Vernunft ist eine Sklavin, ja, der Gefühle, der Passions und so weiter. Das ist ja in etwa die Storyline, in der Hume jetzt eingeführt wird. Aber in dem Modell, in dem ich vorschlage, gibt es eine genuine Rationalität der Gefühle. Also die Gefühle sind nicht so eine Art emotionale Hitze, ja, die wir so empfinden und die uns irgendwie steuert und die Vernunft ist dann nur so eine nachträgliche Ausrede, ja, sondern die Vernunft ist sozusagen das logische Auge der Gefühle. Ja. Also die Gefühle sind, die referieren dann. Ja? Das heißt sowas wie, ja, wenn ich zum Beispiel Angst vor einem Löwen habe, also Furcht, um die klassische philosophische Unterscheidung zu machen, aber so Furcht vor einem Löwen, ja, dann bezieht sich ja meine Furcht auf den Löwen. Ja? Und das bedeutet dann, dass meine Gefühle mit etwas in Kontakt sein müssen, ja, was außerhalb meiner eine Rolle spielt. Das meine ich jetzt mit referiert. Mhm. Ja? Und die Färbung, ja, die emotionale Qualität unserer Gefühlswelt, ja, die ist, glaube ich, Artikulation des Moralischen. Das Moralische kann ich aber auch rational artikulieren. Ja. Ich kann es in der Sprache der Rationalität anordnen, durch Prämissen, Analysen, begriffliche Debatten, die man führen kann innerhalb der Philosophie und so weiter. So artikuliere ich das. Aber ich kann diese Einstellungen auch haben, ohne diese Analyse. Sonst wäre ja auch der moralische Realismus würde ja scheitern, das hat Kant sehr klar gesehen, wenn nicht grundsätzlich die Menschen auch ohne sozusagen metaethische Profis zu sein, die moralisch richtigen Urteile fällten. Ja. Ja, der Mensch muss grundsätzlich moralisch geeicht sein, sonst scheitert die Theoriebildung. Okay. Würden Sie denn dann auch so weit gehen wie der Psychologe Jonathan Haidt, der gesagt hat, die Vernunft findet einfach nur im Nachhinein Rechtfertigungen für das, was das Gefühl schon am moralisch Guten erkannt hat und strickt sich dann eben auch den Grund dafür auf rationaler Ebene. Ich glaube, dass eben das Rationale und das Emotionale gar nicht so entgegengesetzt sind, dass man sich fragen muss, wer steuert da wen, ja? Sondern wenn wir so ein Bild haben, was Freud manchmal suggeriert hat in manchen Schriften, wenn es eben nicht um diese psychologische Topologie bei Freud geht, ja, das ganze Thema der Topic, da beschreibt das Freud manchmal so, ja, dass wir uns das so vorstellen können, dass die Vernunft, das Rationale, einfach der Auge ist, mit dem das S in die Wirklichkeit blickt. Das S wäre jetzt sozusagen das Emotionale, ja, und das Ich als der Ort der Rechtfertigung, ja, ja, das ist einfach nur eine andere Ansicht, ja, desselben Phänomens. Mhm.
Ja, wir haben also und nicht nur so eine impotente Rechtfertigungsinstanz. Ja? Die eine Story sieht ja so aus, da sind wir gespalten. Ja? Unser Gefühl sagt irgendwas, zwar Hunger. Ja? Und jetzt fällt einem ein, was weiß ich, Thai Curry. Ja? Und dann isst man Thai Curry und fragt sich warum und jetzt gibt man irgendeine Rechtfertigung. Ach, ich war so lange nicht mehr hier. Oder irgendeine Rechtfertigung, warum man jetzt in diesem Restaurant gelandet ist. Das wäre die Vernunft. Aber eigentlich hat uns der Magen ins Thai-Restaurant gejagt und diese ganze Erklärung, die wir dann geben im Nachhinein, warum wir da essen, die ist so eine Art Bullshit-Post-Hoc-Rechtfertigung. Ja? Und das Modell möchte ich ablehnen. Und sagen, dass die Rechtfertigung, die wir geben, die rationale im Gespräch, zum Beispiel, wenn wir jetzt so eine Ethik, Tierethik zu Ende diskutieren würden oder irgendein anderes wichtiges Problem, Abtreibung, was die Leute beschäftigt, ja, wenn wir das zu Ende diskutieren, auf der rationalen Ebene, rechtfertigen wir, glaube ich, nicht nur unsere Gefühle. Ja. Wenn man jetzt auf einen strikten Abtreibungsgegner trifft, ja, der sich ganz furchtbar fühlt bei dem Gedanken, es könnte Schwangerschaftsabbrüche geben. Ja. Und wir überzeugen jetzt diese Person davon, durch rationale Argumentation, dass die Annahmen, die diese Person hat, um Schwangerschaftsabbrüche zu verurteilen, falsch sind. Ja. Ja? Dann geht das zwar gegen das Gefühl, eindeutig gegen die Gefühle der Person, aber dann muss sie in dem Fall ihre Gefühle anpassen, Ende aus. Ja? Da gewinnt die Vernunft, keine Frage. Mhm. Ja? Das heißt, da muss man sagen, mit dieser Person stimmt dann emotional auch etwas nicht. Sie sprechen von moralischem Fortschritt. Wenn wir jetzt mal beim Individuum noch bleiben, ist sozusagen die Weigerung, sich mit diesen Informationen auseinanderzusetzen oder das Argument auch verstehen zu wollen, weil man doch bei seinem Gefühl und auch seiner Identität bleiben will, als derjenige, der das immer so gemacht hat, ist, vielleicht Kant würde von selbstverschuldeter Unmündigkeit sprechen, aus Mangel an Willen und Entschlusskraft, ist das dann schon eine Form des Bösen? In der Tat, ja, das ist ja, was Kant auch das radikal Böse nennt. Das radikal Böse bei Kant in der Religionsschrift ist nicht gleich Goebbels und Himmler, ja, sondern das radikal Böse, meint Kant ja, ist das Böse an der Wurzel, Radix, die Wurzel, darum geht's ja. Und das nennt er den Hang. Und die Menschen haben nach Kant den Hang, ja, ihre, sehr vereinfacht gesagt, individuellen Interessen, den allgemeinen Interessen, die sie auch haben, die auch ihre sind, ja, überzuordnen. Ja, und das nennt Kant erstmal das Böse. Ja? Ein Beispiel für das Böse bei Kant wäre zum Beispiel, dass man auf der Straße irgendwie in einem M-Verkehr jemanden wegschubst, weil man schnell zu seinem Termin muss. Das wäre schon radikal böse, weil die Handlungskoordination, die voraussetzt, dass alle einen Weg auf dem Boulevard finden, die wird unterbrochen von einem Individuum, das sich gegen die allgemeine Ordnung stemmt. Ja? Das wäre nach Kant dann schon eine Form des Bösen. Schelling hat das dann später analysiert, dass das aber auch eine Form des Guten sein kann. Ja? Die Revolte. Ja? Wenn einer revoltiert gegen die Masse, wird auch die Handlungskoordination im Status quo gestört, aber das kann trotzdem im Namen des Guten sein. Ja? So, deswegen ist das natürlich nochmal eine spannende Debatte im Einzelnen. Ja? Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Egoismus nicht an sich böse ist. Ja? Also ich glaube, das Moralische ist nicht das Altruistische und das Egoistische ist nicht das moralisch Verwerfliche. Das ist völlig orthogonal. Egoismus, Altruismus hat gar nichts zu tun mit moralischen Fragen, glaube ich, ja? aus solchen Gründen. Aber ja, das Böse ist in der Tat schon auf der Ebene unserer alltäglichen Mikroentscheidung anwesend. Ja? Das Böse muss nicht so laut sein. Das ist sozusagen meine Lesart des berühmten Hannah-Arendt-Diktums von der Banalität des Bösen. Aber das möchte ich nicht Herrn Eichmann attestieren. Da sehe ich gar keine Banalität. Aber ich glaube, es gibt eine genuine Banalität des Bösen. Ja? Sie attestieren es uns, habe ich verstanden, als Mitglieder der westlichen Industriegesellschaften. Genau. Wenn wir uns nicht damit befassen, welche Folgen unsere Lebensweise hat, dann ist das eigentlich dann etwas Böses in uns. Genau. Ich würde sagen, das muss man so sehen nach der Analyse, dass eindeutig unser Konsumverhalten bis vor kurzem, ist jetzt auch nur unwesentlich gebessert worden, ja, durch den ersten Einschlag einer viralen Pandemie, so viel hat sich ja nicht geändert, aber einiges, wir sind jedenfalls uns dessen bewusst geworden mehr, dass unsere Mikroentscheidungen, ja, und nicht nur Plastiktüte oder Papiertüte im Supermarkt, ja, sondern wirklich kaufe ich mir dieses und jenes T-Shirt, kaufe ich mir als Investment eine Wohnung oder nicht, wenn man das Geld zum Beispiel hat, ja, und so weiter, solche, oder muss das, wann brauche ich das neue Auto, ja, alles das, diese ganzen Mikroentscheidungen, wie, wo fahre ich hin mit dem Auto, wo fahre ich hin in den Urlaub, oder wohin spaziere ich, ja,
ja, und so weiter. Also alle unsere Entscheidungen, ja, sind bei uns gebaut nach dem Prinzip des Burnout-Kapitalismus, wie ich das nenne. Ja. Und dieses Konsumverhalten, das wir jetzt haben, ja, wozu klarerweise sowas gehört wie immer das neue Smartphone und so weiter bei der nächsten Generation, das ist in der Tat radikal böse, jetzt im durchaus düstersten Sinne des Wortes, weil die kausalen Ketten, ja, Liefer- und Produktionsketten der daran Beteiligten waren, dazu gehört auch sowas ganz Alltägliches übrigens wie eine Suchmaschine mit Monopolstellung zu benutzen, ja, wegen der natürlich des hohen Energieaufwandes, den das hat, oder der derzeitige Gebrauch von Videokonferenzen. Mhm. Ja. Also was wir tun, das ganze Videokonferenzerei im Moment ist moralisch verwerflich, weil wir den Planeten unvorstellbar verpesten durch die Serverleistung, ja, und die seltenen Erden, die wir brauchen, um die Server überhaupt herzustellen. Aber zu einer Konferenz zu fahren, vielleicht in, ja, Palo Alto oder so, wäre genauso verwerflich. Ist nicht alles unglaublich kompliziert, beziehungsweise müssten wir nicht, um moralische Reinheit dann zu bewahren, im Grunde genommen so leben, wie Nico Pech es zum Beispiel vorschlägt, vielleicht höchstens noch mit dem Fahrrad fahren, recycelte Sachen tragen, bis sie wirklich ganz ausgetragen sind, alles selber zu reparieren auch oder zur Reparatur zu bringen, keine Hände. Ist es überhaupt möglich, dass es realistisch ist, dass Menschen so sind? Absolut. Ich glaube nur, was wir vermeiden müssen, ist der Gedanke, dass wir sozusagen zurückkehren müssen zu irgendetwas von früher. Ja? Wir erinnern uns ja, oder viele, nicht alle unserer Zuschauerinnen, ja, aber ich erinnere mich gerade noch an eine Zeit, wo man alles reparierte, die Uhren und so weiter, und nicht eine neue kaufte. Ich kann mich daran auch erinnern, an die Umstellung von einem Reparaturverhalten, das noch mein Großvater vor allen Dingen betrieb, ja, hin zu einem, dann kaufe ich es mir halt neu. Ja? Weil es ökonomischer letztlich auch ist, es neu zu kaufen, als reparieren zu lassen. Ja? Also man versteht, warum man das tut. Ich ja auch. Aber das ist, wenn wir jetzt sagen, wir müssen zurück in die 50er, das möchte ja erstmal keiner, weil mit den 50ern vieles andere auch verbunden ist. Zum Beispiel die Durchseuchung des Staatsapparats mit ehemaligen Nationalsozialisten und so. Die 50er waren nicht so toll. Das Reparieren war vielleicht besser, aber es waren bitte die 50er. Ja? Also bloß nicht. Was wir brauchen, ist, glaube ich, einen Weg nach vorne zu denken. Ja? Also wie machen wir das, dass wir nicht denken nur in der Kategorie des Verzichts, ja, sondern wir brauchen, glaube ich, eine neue Ökonomie. Ja? Wir können ja, man stelle sich vor, dass Mehrwertschöpfung primär darauf zielt, Nachhaltiges zu machen. Ich mach konkrete Vorschläge, die sozusagen netter sind als die Pechschen zurück zum Fahrrad und nie mehr irgendwas machen, was ja erstmal deprimierend wirkt auf viele. Ja? Obwohl ich ganz vielen Vorschlägen übrigens zustimmen würde. Smartphone müsste sofort abgeschafft werden. Das ist klarerweise, ich sehe überhaupt keinen Sinn, in dem Smartphones nicht radikal böse sind. Ja? Wie gesagt, die Hardware-Produktionsbedingungen, die Ausbeutungsverhältnisse in der Herstellung plus die Monopolstellung und so weiter, nichts daran ist gut, ja? Wenn man diese Seite nimmt. Also die moralischen Nachteile überwiegen massiv die moralischen Vorteile des schnellen In-Kontakt-Seins mit Freunden. Ja? Es gibt ja auch Vorteile, aber moralisch ist die Bilanz der Smartphone-Welt fatal. Ja? Mindestens so schlimm wie die von Nordkorea, um es mal klar zu sagen. Ja? Sieht nur harmloser aus, so ein Ding da. Ja? Ist aber nicht harmlos. Gut, jetzt zurück. Wo war ich? Ich wollte einen interessanten Gedanken ausführen, den ich jetzt gerade verloren habe. Achso, meine Zukunft. Genau, meine Zukunftsbilder. Ich mache mal ein paar einfach konkrete Vorschläge. Ja? Flugverkehr, Zeppelin. Ja? Die Zeppeline damals haben aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Erstens natürlich, weil die Nazis die Hoheit hatten über Zeppelin. Es war also geopolitisch geboten damals natürlich, dass man nicht die geeigneten Gase liefert. Ja? Also die USA haben dem Deutschen Reich damals nicht die geeigneten Gase geliefert. Das war einer der Gründe, warum die Hindenburg verbrannt ist. Ja? Wir wissen heute nicht genau, ob es eine Bombe war und so weiter, aber nehmen wir mal an, was ich eher glaube. Hindenburg ist einfach natürlich, ja, an einem Brand, der dort entstanden ist, ja, vielleicht auch durch den Blitz, warum auch immer, ist die Hindenburg abgestürzt. So, aber das war natürlich wegen des Heliums. Wir können heute Zeppeline bauen, die fliegen ja hier rum, aber eigentlich nur als Werbezeppeline, bei denen null Gefahr besteht. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten einen Zeppelin-Flugverkehr, ja, riesige Zeppeline, die Dinger waren ja eh schon groß, die damaligen, riesige Teile mit 1000 Passagieren, jeder kann auch liegen, ja, also es ist Business Class für alle, ja,
Es ist sehr teuer in meinen Rechnungen, die ich mal so gemacht habe. Kostet dann der Flug nach New York 5.000 Euro. Also teurer oder so teuer mal wie Business Class. Und es dauert wahnsinnig lang. Ja. Aber man stellt sich mal den Flug vor. Auf dem Weg, so wird das ja berichtet von den damaligen Flügen. Unten sieht man Delfine, Wale. Man fliegt ja sehr niedrig übers Meer. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man das richtig macht. Ja. Und man hat keinen Jetlag. Und man bleibt automatisch länger, ja, weil es sich sonst nicht lohnen würde. Das heißt, wir verlangsamen den Flugverkehr und errichten jetzt einen emissionsfreien Flugverkehr. Und schon kann man wieder nach Japan, ja, in meinem Modell. Ja. Das, der erste Verzicht ist weg. Können wir nach Japan fliegen mit diesen Schleudern? Nein, das ist moralisch fragwürdig. Ja. Man muss wenn woanders per Emissionshandel vielleicht das einrichten, ja, aber wir wollen das ja reduzieren. Ja, hätten wir nur Flugzeuge, könnten wir auch fliegen, aber wir haben noch zu viele andere Emissionen, die das Klima verderben. Das ist ja das Zusammenspiel. Ja, und mit meinem Zeppelin-Modell ist das weg. Zweiter Vorschlag, ja, Pan-European Express. Wir haben wirklich ein super ausgebautes Schienensystem, wiederum auch Corona-sicher, alles. Wir können ja auch noch das ganze virale und Ansteckungsthema lösen durch geeignete Compartments, also Rückkehr zu den Schlafwaggons und sowas, ja, aber in einer besseren, noch umweltfreundlicheren Variante, und das fährt durch ganz Europa. Will man nach Lissabon, steigt man in diesen Zug. Es gibt einfach gar keine innereuropäischen Flüge. Ja. Dann, es gibt die Zeppeline nach Japan und sonst wo, und ansonsten fährt man mit dem Zug bis Moskau, ja, so mindestens. So. Das ließe sich alles einrichten und das wäre schon eine ganz andere Form der Mobilität. Ja. Da hätten wir viel schon gelöst. Und jetzt haben wir noch nicht gesprochen über Verbrennungsmotor und so, aber das wären so Vorschläge. Ja. Und ich glaube, dass wir für jeden einzelnen Sektor, auch Architektur, die ja wahnsinnig viele Emissionen bedeutet. Heidelberg Zement ist einer der größten Umweltverseucher in Deutschland. Ja. Wieder eine interessante, sagen wir mal, ein leichter Widerspruch in unserem Land. Baden-Württemberg, das Land der Grünen einerseits, Karlsruhe, Gründung und so weiter. Ist andererseits natürlich das Land, wo der Verbrennungsmotor erfunden wurde und wo jetzt sowas Schönes ist wie Heidelberg Zement als einer der großen Verschmutzer. Das können die jetzt sozusagen, das ist nicht einfach ein Vorwurf an diese spezifische Firma. Das liegt halt nur daran, dass das Bauwesen massive Beiträge leistet, gigantische zu den Emissionen. Ich habe mal die Zahl gehört, 40% von dem Architekten, habe das aber nicht verifiziert. Also wie viel Bauen eigentlich bedeutet. Ja. Ja, aber auch das können wir natürlich, ja, wiederum zukunftsgerichtet denken, Solarpanels auf allen Dächern und so weiter und so weiter. Ja. Also ich glaube, es gibt einen Weg, eine moralisch verträgliche, nachhaltige Wirtschaftsform innerhalb der planetaren Grenzen zu entwickeln, ja, in der wir nicht verzichten müssen, ja, auf das, was wir so gerne haben, sondern das kriegen, was wir wirklich gerne haben. Mhm. Ja, zum Beispiel den langsamen Flug nach Japan mit den Walen und den Delfinen und Business Class für alle und gutes Restaurant und Pianospieler. Alles, was man eben nicht hat, ja, in den zu schnellen Fliegern. Der Jetlag verschwindet. Wer wollte jeden Jetlag haben? Ja, so. Ja. So, und so denke ich darüber nach. Das sind jetzt so meine Beispiele. Mhm. Ja. Frage ist, setzen wir das um? Ja. Ja. Und da kann ich nur sagen, entweder wir setzen so etwas um, das ist die Art von Radikalität, die wir brauchen, oder das, was wir Zivilisation nennen, also Moderne, ja, Moderne, der Komfort des modernen Konsumverhaltens und der Technik, das geht dann ganz weg. Das steht ja hier auf dem Spiel. Mhm. Ja. Entweder wir haben noch moderne Zivilisation oder nicht. Und so wie wir gelebt haben in den letzten 30 Jahren, werden wir nicht noch 100 Jahre leben können. Ja. Höre ich da ein bisschen Katastrophenrhetorik raus? Ein bisschen Angstmache auch? Wir müssen jetzt handeln, und zwar auf großem, Sie sprechen von, wir brauchen große globale und politische Lösungen. Ja. Zum einen mit, man könnte es böse sagen, so einem Boogeyman oder so einer Angstrhetorik vielleicht auch, die ja in der Vergangenheit auch immer schon mal da war. So. Und zum anderen, haben Sie keine Angst vor einer globalen Technokratie? Also ich glaube, es ist keine Angstrhetorik spezifisch, sondern es sind realistische Szenarien, sehr realistisch. Und die waren deswegen in der Vergangenheit, insbesondere natürlich spätestens seit dem Club of Rome-Bericht, der irgendwie allen den Schrecken eingejagt hat, ja. Aber es ist schon viel älter. Es gab wohl auch schon kaiserzeitliche in Deutschland Studien über Verbrennungsmotor und Umwelteffekte und so weiter, die sehr düster waren. Also das geht in der Tat schon viel länger, diese Einsicht in der Moderne. Ja. Nichts gleich zur ersten Industrialisierung. Ja. Da hat man auch gemerkt, man kann nicht atmen, ja, bei der Luft in Manchester. Das war einem auch klar, dass da was nicht stimmt. Aber man hat natürlich noch nicht diese langfristigen Effekte gesehen, ja, der Moderne. Die hat man aber dann sehr früh schon auch im 1900 geahnt, als dann die naturwissenschaftliche Erforschung natürlich unserer industriellen Produktionsweise
zugenommen hat, hat man angefangen, vieles davon zu sehen. Und im 20. Jahrhundert durch die naturwissenschaftlich-technologischen Durchbrüche haben wir jetzt einfach das Wissen darum, dass diese Katastrophenszenarien, die wir konditional formulieren, die kommen ja nicht von selbst, aber wir wissen, wenn wir das und das tun, passiert das und das. Ja? Und das ist wirklich Wissen. Wir wissen das viel besser zum Beispiel als bei Corona-Statistiken. Ja? Mhm. Wir kennen dieses Virus noch nicht, die epidemiologischen Modelle sind viel schlechter als die Klimamodelle wissenschaftlich abgesichert. Wir haben eine schlechte Datenlage, weil wir nicht alle getestet haben und so weiter. Das heißt, das ist eine andere epistemische Situation bei Corona. Ja? Aber bei Klima ist unsere epistemische Situation ziemlich eindeutig. Nämlich die Katastrophenszenarien werden eintreffen, die maximalen, innerhalb der nächsten 100 bis 150 Jahre, wenn wir einfach nur genauso weiterleben, also mit den Wachstumsansprüchen und so weiter, wie sagen wir mal im Dezember 2019. Mhm. Ja, wir können keine 1,4 Milliarden Chinesen auf die Lebensstandards bringen der heutigen Deutschen und wir können auch nicht dann noch weitere 1,3 Milliarden Inder hinterherholen und dann haben wir noch nicht von Afrika geredet. Das geht gar nicht. Weil wir, das ist etwas, was wir wissen über die planetaren Grenzen. Wir haben gar nicht genug Zeug. Ja? Also selbst wenn wir sozusagen gut gelaunt wären und sagen, die Inder sollen auch mitmachen, ja? Und Subsahara-Afrika bitte auch, unsere Standards soll überall so schön sein wie in Mecklenburg-Vorpommern oder was weiß ich. Selbst wenn wir das versuchten, wird es nicht gehen. Deswegen sind diese Katastrophenszenarien, glaube ich, sind epistemisch gedeckt. Das, ja. Also Sie kennen sicher die Episode von London, wo man gesagt hat, 1880, wenn wir so weitermachen mit dem ganzen Pferdedung und dem Pferdetraffic, dann wird hier ganz London im Pferdedung ertrinken und ersticken. Und wir müssen jetzt unbedingt was tun. Es ist in der Form jetzt nichts Politisches geschehen, aber es wurde das Auto erfunden und die Pferde wurden in der Form abgeschafft. Das heißt, man hat das Problem durch technische Lösungen, obwohl man eigentlich nicht das Problem angehen wollte. Sie würden jetzt vielleicht sagen, verschoben. Auf einen schlimmer gemacht. Ja, schlimmer, viel schlimmer. Ja, aber Sie viel schlimmer. Sprechen zum Beispiel von Digitalisierung als Zerstörung. Mhm. Wir können das jetzt schon absehen, da werden Märkte zerstört, da wird das Leben zerstört. Wo würden Sie denn die Grenze machen, schon beim Übergang vom Pferd zum Automobil? Oder also wo in der technologischen Entwicklung der Menschheit ist es jetzt abzusehen, jetzt dürfen wir nicht mehr weiter? Ja, bei der Industrialisierung ist schon alles schiefgelaufen. Ja, die Industrialisierung war der erste Fehler. Das war, wir können das jetzt nicht zurückdrehen, wir müssen jetzt nach vorne denken, aber die erste Industrialisierung war genauso schlimm, wie wir sie uns heute vorstellen. Ja? Ein fataler moralischer Fehler. Ja, wir hätten nicht industrialisieren dürfen in the first place. Da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Ja? Deswegen müssen wir jetzt nach vorne denken, in der Kombination natürlich von technischen Lösungen und ihrer moralisch einsichtigen Implementierung. Aber ich glaube in der Tat, der Irrtum war, zu glauben, dass wir die imperative moralischen der Aufklärung, also diese ganze Technik ist ja gekommen, ja, also auch die Industrialisierung, als Antwort A auf die Französische Revolution und B auf Napoleon. Da gibt es also bestimmte militärische Gründe, die in England dazu geführt haben, dass man bestimmte Techniken vorangetrieben hat. Und B hat das was mit der Demokratisierung zu tun. Ja? Wir wissen auch, die Technik hat uns, die Moderne jetzt spezifisch, Lebensstandards beschert, sodass jeder von uns heute besser lebt als, was weiß ich, Ludwig der 14. Ja? Also ein Schokobon von Kinder schmeckt besser, als was Ludwig der 14. da serviert bekommen hat. Klar, heutige französische Spitzenküche ist noch besser als Schokobon, aber ich will sagen, ja, demokratisch, wir haben ja diese ganzen Kolonialgüter auch demokratisiert, nicht? Eben Stichwort Schokolade, Kaffee und so, das war damals nicht allen zugänglich. Und so hat es auch die Technik gemacht, ja? Und dieses emanzipatorische Versprechen. Und man hat versprochen, dass man die Sklaven auch dadurch ersetzen kann. Ist ja bis heute das Versprechen. Kommt die KI, ist die Lohnsklaverei vorbei, ihr kriegt alle das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist immer noch dieselbe Argumentation der Moderne. Ja? Mehr Technik, weniger Sklaverei. Ja, stimmt aber nicht, denn wir haben mehr Technik und mehr Ausbeutung. Wir haben einfach die Sklaverei outgesourced. Ja? In dem wichtigen Buch von Michael Zeus, Gefühl und der Sklavereiforscher, jetzt derzeit an der Universität Bonn als Seniorprofessor Sklaverei bei Reclam erschienen, führt er aus, dass sogar nach seiner Definition von Sklaverei wohlgemerkt, ja in absoluten und relativen Zahlen, die Sklaverei seit der Abolition zugenommen hat.
Das ist zwar nicht mehr legal, Sklaverei, zumindest in den USA oder England oder Deutschland oder Belgien und so weiter. Ja. Sie hat aber dennoch zugenommen. Aber erstmal ist doch für eine Gesellschaft, die noch Sklaverei hat, der Fortschritt zum Beispiel Maschinen zu haben, die Baumwolle pflücken, erstmal auch ein moralischer Fortschritt, wenn es dann nicht mehr nötig ist, Sklaven zu haben, in deren Denken. Genau. Sollte man sich da auch verschließen und sagen, nein, wir wollen diese Maschinen nicht, denn wir wissen ja, später wird es zu Lohnsklaverei kommen. Ja. Richtig wäre gewesen, zwar schon in dem Punkt, warum pflücken wir die Wolle nicht zusammen? Ja? Also wir haben also den Besitzer der Plantage, der hat sein schönes Haus, möchte ich ihm gar nicht wegnehmen. Ich bin überhaupt jetzt hier kein Kommunist spezifisch, ja. Aber es geht nicht darum, ja. Also ich glaube, in der Argumentation möchte ich nicht sowas sagen wie, ja, dass die Aufhebung der Asymmetrien, die zur Sklaverei geführt haben, besteht darin, dass wir alle egalisieren auf irgendeine Brutalinski-Weise. Das wäre ein Weg, das zu tun, aber der scheint mir wieder moralisch nicht richtig. Aber jetzt, also respektieren wir mal für einen Moment die Eigentumsverhältnisse. Ja, man könnte sich fragen, muss man hier nicht marxistisch noch argumentieren, dass da das Problem liegt? Das glaube ich aber nicht. Ich sehe nicht den Fehler im Eigentum. Ja? Wir haben jetzt also das Eigentum und so weiter, ist teilweise ungerecht zustande gekommen. Jetzt stellt der Plantagenbesitzer fest, Sklaverei ist moralisch verwerflich. Ja? Wir hören das sofort auf, ihr kriegt einen Anteil und wir pflücken jetzt zusammen. Ja, auf der Plantage. Wir produzieren weniger dann zum Beispiel. Ja, wir haben andere Arbeitszeiten, faire Arbeitszeiten, Beteiligung am Besitz und so weiter. Da gibt es lauter Modelle, in der man ohne Maschinen, also im Sinne von schädlichen Maschinen, es gibt ja auch Technik, die nicht klimaproblematisch ist. Ja, ein Hammer zum Beispiel oder Pfeil und Bogen. Das ist, ich will nicht sagen jede Technik, deswegen rede ich spezifisch von der modernen Technik, die Raubbau an der Natur begünstigt. Das tut eben nicht jeder. Ja, aber allein ein Feuer zu machen ist ja, wenn wir es auf einen globalen Maßstab nehmen, wenn jeder heute so leben würde, wie wenn man kein Öl hätte und so weiter, sondern wirklich sein Feuer macht mit Holz, wäre das ja noch viel schädlicher. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, würde ich jetzt sagen, wir sind mitten in der Moderne. Deswegen können wir nicht versuchen, bei einem Planeten, auf dem sich 8 Millionen Menschen befinden, einfach zurückzukehren in das, was wir jetzt die Vormoderne bezeichnen würden. Das wird das Problem eben nicht lösen. Ja? Aus solchen Paradoxien wie die Sie anführen. Ja? Weil die Techniken, Kulturtechniken, die wir dann haben, das Problem nur verschieben und vielleicht sogar verschlimmern. Ja? Das spricht dafür, dass wir unser naturwissenschaftlich-technologisches Wissen, das wir angehäuft haben in den letzten 200 Jahren, jetzt mal einsetzen müssen, um Techniken zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ja? Tun wir ja teilweise, so läuft ja die Diskussion über Wasserstoff oder Kernfusion. Ja? So laufen ja die Gedankengänge. Ja? Und das ist richtig, dass die Gedankengänge so laufen, aber ich glaube, wir müssen das noch mehr radikalisieren, ja? weil Wasserstoff bringt auch wieder Paradoxien mit sich, führt die mit sich und so weiter, und wir müssen da schneller und handlungsfähiger sein. Ja. Ja? Das führt doch denklogisch zur Begründung einer, ich sage es jetzt mal so, Weltregierung, die da eben auch diese Prinzipien auch sanktionieren kann, wenn sie nicht eintreten und wenn sie nicht verfolgt werden. Und dann nochmal die Frage, haben Sie keine Angst vor einer Technokratie auf globalem Maßstab, ein technokratischer Totalitarismus? Ja, das wäre natürlich, das wäre moralisch nicht wünschenswert, das lässt sich aber, glaube ich, vermeiden, weil die Frage, ja, welche Regierungsformate sind dem moralischen Fortschritt angemessen und in dem Fall zum Beispiel der Errichtung nachhaltigen Wirtschaftens, ja, die folgt nicht direkt daraus. Ich gebe das konkrete Beispiel, das uns gerade alle beschäftigt, auch eine harte Paradoxie, auf die wir stoßen. Ja. Wir bewegen uns in Deutschland, was ja interessant ist, juristisch, in der Corona-Pandemie, niemals im faktischen Ausnahmezustand. Es wurde immer über Ausnahmezustand geredet. Faktisch ist das nicht so, wir haben einfach das Bundesinfektionsschutzgesetz. Ja. Ich weiß selbst, zu Beginn der Pandemie habe ich auch gedacht, Ausnahmezustand, weil die Ausnahmezustandstheorien, von denen es ja gute gibt, Agamben hat sich äußert zu Italien, Spanien hat und Frankreich haben ganz andere juristische Rahmenbedingungen. Japan zum Beispiel hat kein Infektionsschutzgesetz, deswegen gehen sie ganz anders damit um. Aber innerhalb Deutschlands, ja, wo viele Menschen, ich verstehe das, besorgt sind, was passiert jetzt hier, Hygienediktatur und so weiter, ja, diese Sorge, die ist insofern völlig unbegründet, als alles, was bisher geschehen ist, völlig im Rahmen des demokratischen Rechtsstaats war. Ja. Obwohl wir das empfinden, viele von uns, ja, empfinden das als gerade
gerade irgendwas mit Diktatur, ja? Weil ja Freiheiten eingeschränkt werden. Ja? So, Versammlungsfreiheit, viele Grundrechte sind faktisch oder scheinen eingeschränkt. Ja? So, aber wir bewegen uns völlig im Rahmen des demokratischen Rechtsstaates. Ich meine, das werden die Gerichte bald noch überprüfen natürlich, die Verfassungsorgane, die Klagen werden ja kommen, ja? Gegen einzelne und Maßnahmenpakete, und das läuft ja auch jetzt schon. Ja? Aber der demokratische Rechtsstaat funktioniert ja überraschend gut bei alledem. Ja? Die Gründe, die man so bei den Urteilen in letzter Zeit bekommen hat, waren ja so, dass die Gewaltenteilung sehr stabil ist bei uns. Ja? Und da haben wir also ein Katastrophenszenario, ja, einer viralen Pandemie, egal wie man das einschätzt, das faktische Corona-Risiko, über das kann man sich unterhalten. Ja? Aber so oder so ist ein Katastrophenszenario einfach deswegen, weil wir es behandeln, als wäre es eins. Ja? Also ganz unabhängig vom Virus ist unser Umgang mit ihm eh schon eines, das Katastrophenszenarien vorliegen. Und der Umgang mit dem Katastrophenszenario in dem Fall bewegt sich völlig im Rahmen des demokratischen Rechtsstaats. Ja? Das heißt, es geht. Ja? Und wenn das geht bei diesen Themen, dann geht das bei anderen Themen auch. Ja, aber es findet da nicht auch eine Aushöhlung statt? Oder ist da nicht die Gefahr von Entwicklungen, zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz wurde jetzt verändert, ja, dass auch Impfungen ja schon mal früher angewandt ja werden können, und dass da vielleicht auch mit dieser wieder Bedrohungslage ja argumentiert wird, wir werden jetzt auch, wie es heißt, zu einer neuen Normalität ja kommen, nach Corona ist die Zeit mit Corona, ja, wir werden eigentlich immer die Möglichkeit haben, sehr schnell, vielleicht auch politisch ja motiviert, Versammlungen einzuschränken mhm oder andere Maßnahmen wie Bargeldabschaffung ja oder so eine schleichende Bargeldabschaffung, sowas einzuführen. Ja. Ja, und deswegen müssen wir das aber diskutieren. Ich glaube, dass wir sind nicht passiv darin. Ja? Eine Wahrnehmung, die weit verbreitet ist, angesichts der realen Befürchtungen. Ja? Also nehmen wir mal die pessimistischen Szenarien der Entwicklung in Richtung einer Überwachungsdiktatur, in Richtung einer Hygienediktatur. Ich habe die ja selbst in einigen Artikeln aufgerufen. Ja? Diese Szenarien sollten wir genauso behandeln wie andere Katastrophenszenarien. Das sind ja auch Modelle. Die Theorien des Ausnahmezustands aus der Philosophie und politischen Theorie von Carl Schmitt bis Agamben, sagen wir mal, oder auch Derrida und so, diese Debattenlage, die gut ist. Ja? Ich möchte nichts daran kritteln. Mhm. Ich halte auch die Agamben-Kommentare zur Pandemie für viel intelligenter als viele. Mhm. Ja? Agamben hat ja nicht gesagt, und wenn, hat er sich halt getäuscht, dass wir uns jetzt in einer Hygienediktatur befinden. Ja. Sondern er hat nur das gesagt, was Sie auch sagen. Es gibt eine schleichende Aushöhlung, ja, bestimmter vielleicht rechtsstaatlicher Rahmenbedingungen, ja, weil wir in die Gesellschaft eingreifen, massiv. Und diese Verhaltensmodifikation, die jetzt juristisch gedeckt geschieht und politisch kontrolliert, die kann massive Auswirkungen haben, in der Tat, auf künftige Gesetze und damit auf die Art von Gesellschaft, in der wir leben. Ja? Aber das kommt nicht über uns wie ein Schicksal, ja? Sondern geschieht durch die Umsetzung demokratisch gewählter Volksvertreter. Und das Interessante ist jetzt, das muss man sich nicht klar machen, das machen wir uns oft nicht so klar, ist, dass die wirklich nichts anderes tun können, als was wir wollen. Also dadurch, dass diskutiert wurde, geht das in Richtung Hygienediktatur? Wie gehen wir mit der App um? Dass Menschen ihre Versammlungsfreiheit wieder eingefordert haben, zunächst in Stuttgart, ja, und dann hat sich das verbreitet als Corona-Demonstrationen, wie auch immer man die einschätzt, wer da alles mitläuft und so weiter. Egal, wie man das einschätzt, dieser Widerstand, berechtigt oder unberechtigt in der Sache, führt ja dazu, dass die demokratisch gewählten Volksvertreter ihr System ändern. Ja. Die Öffnung ja wäre nicht gekommen in dem Tempo, in dem sie in Deutschland gekommen ist, hätten die Deutschen nicht reagiert nervös, als die Kanzlerin keine Öffnungsdiskussionsorgien haben wollte. Ja. Ja? Der schiere Umstand, dass dieses Wort sich verbreitet hat medial, führte dazu, dass alle gesagt haben, na jetzt wird über Öffnung geredet. Ja? Und das ist Demokratie. Also Herr Spahn kann in bestimmter Weise nicht sehr viel mehr tun, als das, was wir wollen, dass er tut. Aber er inszeniert, das gehört sich so für seine Rolle, politische Macht, ja, als Minister ist er berechtigt, sozusagen seine Macht ein bisschen aufzuplustern. Mhm. Ja. Aber präzise, weil diese Menschen für sehr kurze Zeiträume, dürfen wir nicht vergessen, gewählt sind und abwählbar sind, haben wir ein Mitbestimmungsrecht. Ich weiß, dass viele Menschen das gerade so erleben, als wäre uns das geraubt worden, ist es aber nicht. Es gibt ganz viele Wege des legitimen Widerstands ja gegen Maßnahmen, die wir nicht für begründet ja halten. Aber dann ist dieser Widerstand ja nicht, also allein deswegen legitim, weil er genau dieses Korrektiv abbildet genau zu einem vielleicht übergriffigen so ist es Minister oder Staat. Genau, oder Staat, das war jetzt nur ein x-beliebiges ja Beispiel. Genau. Ja, genau. Ja. Also
sollte man ja aber auch da nicht sagen, ja, beruhigt euch mal, es ist doch gar nicht so schlimm, sondern man sollte doch dann eher sagen, ja, es ist gut, dass ihr protestiert, denn das sorgt für den Ausgleich zwischen diesen Interessen. Deswegen sage ich auch, wir brauchen kritische Stimmen, differenzierende kritische Analysen der derzeitigen Lage, vor allen Dingen aber auch geopolitisch. Ja? Diese nationalistische Nabelschau, was machen wir in Deutschland, ist schon die falsche Optik. Ja? Weil dann diskutieren wir schon im Rahmen der Frage, einer juridisch kodierten Frage. Ja? Was darf der Staat, was darf der Staat nicht? Da können die Bürgerinnen und Bürger Meinungen zu haben, die sind auch wichtig, aber das entscheiden vor allen Dingen in der Gewaltenteilung, entscheidet es einerseits der Gesetzgeber und die Verfassungsgerichte und so weiter. Da sind wir in einem juridischen Bereich zunächst einmal. Ja? Was genau darf das Parlament, unter welchen Bedingungen und so weiter? Da sind wir so. Aber ich glaube, weil die Sorge, Stichwort Hygienediktatur oder eben Stichwort Überwachungskapitalismus und so, diese Sorge ist, glaube ich, eher transnational. Ja? Das erklärt meines Erachtens auch das Aufkommen der Verschwörungserzählung in dem Zusammenhang. Ja? Also, dass die Menschen glauben, hier ist mehr los. Hier ist doch mehr los als bloß die Virusbekämpfung. Dieser Eindruck, ja, der, glaube ich, sehr viel verbreiteter ist als die Anzahl der Menschen, die jetzt bei diesen Demonstrationen sind. Ja? Also ich habe Zahlen gehört jüngst, dass also mindestens 20%, ja, also auf jeden Fall mehr als so ein paar tausend, ja, Menschen in Deutschland den Eindruck haben, hier sei irgendwie mehr los. Ja? Eine irgendwas global koordiniertes irgendwas, ja? Aber nicht genau wissen, was es ist. Das ist natürlich berechtigt, weil das faktisch auch stimmt, weil natürlich die Staatslenker und Wirtschaftssysteme sich absprechen miteinander in der globalisierten Welt. Ja? Aber es ist nicht so, als gäbe es hier so ein Zentrum, ja, von irgendwem, der irgendwas plant, die Freimaurer, Bill Gates, wer auch immer. Ja? So läuft das nicht, weil das gar nicht geht. Ja? So kontrolliert man die Komplexität nicht. Ja? Das sind also auch unbegründete Sorgen. Gäbe es aber nicht, wie gesagt, die kritischen Szenarien, dann würde wahrscheinlich genau das eintreten, was wir nicht wollen, die Hygienediktatur. Die Hygienediktatur ist unter anderem deswegen nicht gekommen, weil A, sie keiner wollte. Ja? Angela Merkel hat ja die ganze Zeit gesagt, das meinte sie ernst, wenn sie sagt, ich bin freiheitsliebender Mensch. Ja? Hat sie ja früh in den Reden gesagt. Ja? Und das war kein Witz. Ja, das heißt, erstens ist es so, dass die Sittlichkeit der Menschen, die uns regieren, also faktisch einfach die Regierungen, die haben gar nicht die Absicht, eine Hygienediktatur einzuführen. Was hätten die auch davon? Man muss einfach mal da anfangen. Ja? Wenn jetzt Herr Spahn sagt, haha, da bin ich Gesundheitsminister für immer, ist das ein Plan, den Herr Spahn haben kann? Ja? Da muss man ihn mal fragen, will er eigentlich Gesundheitsminister für immer sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Also was hätte er davon? Dass da Interessen von Pharmaunternehmen zum Beispiel da sind oder auch, ja, klar, Unternehmen, die Mundschutze verkaufen, ja, und die, ja, bei Lobbyismus da reinregieren, ohne dass jetzt wirklich so, ja, eine Machtergreifung da, genau, ist, sondern, genau, jeder hat seine Eigeninteressen, ja, und so schleicht sich eben auch etwas für die Bürger eigentlich Schädliches ein, weil doch dann Konzerne da diese Interessen bestimmen. Auch da würde ich wieder sagen, das ist teilweise richtig, völlig klar, auch da sind berechtigte Sorgen, aber jetzt wieder, Konzerne sind ja Teil von Märkten, ja, Angebot und Nachfrage, um es sehr verkürzt zu sagen, und genauso wie es so eine Art Markt gibt, Politikmarkt, gibt es auch einen Konzernmarkt, an dem wir auch beteiligt sein können. Ja? Oder nehmen wir, was weiß ich, die Corona-App. Ja? Da waren also auch Konzerne beteiligt und die Bundesregierung. Und es gab berechtigte Diskussionen darüber, über die Ethik der Corona-App. Brauchen wir sie, unter welchen Umständen, auch technisch funktioniert sie oder nicht. Und am Ende haben die Menschen in Deutschland mit den Füßen abgestimmt. Bei 17 Millionen Downloads, wo es jetzt ungefähr liegt, ja, gibt es eine geringe Effektivität. Ja, aber es ist natürlich nicht die Lösung der Corona-Maßnahmen. Und egal, wie sehr die Telekom und SAP sich vielleicht gewünscht hätten, das weiß ich ja gar nicht, müsste man überprüfen, dass möglichst jeder Mensch, der ein Smartphone hat, die App runterlädt, damit, ja, wir endlich mal in Deutschland ordentliche Daten kriegen. Ja. Gar nicht, weil sie uns ausspionieren wollen, ja, sondern einfach nur, weil wir mal Daten brauchen. Ja? Für die US-amerikanischen Unternehmen, die fehlen uns. Ja? Ja. Also die hätten einfach von den Datenmengen profitiert, die es gegeben hätte, ja? Hätten sehr viel mehr Menschen noch die Corona-App runtergeladen. Und das wäre dann ihr legitimes Interesse. Und da wir das aber auch wissen, können wir sagen, nee, ihr kriegt einfach unsere Daten nicht. Und ich denke mal, viele Menschen, die Corona-App nicht runtergeladen haben, werden diesen Gedanken gedacht haben, nö, die kriegen jetzt einfach meine Daten. Wird doch mit Betrug gearbeitet. Wenn mir, ja, ein Konzern sagt, ich biete dir diese App an und ich möchte deine Daten dafür, dann ist das das eine. Wenn, ja, es aber heißt, es ist hier ein großes Gesundheitsgefahr und ihr müsst absolut eure Kontakte hier nachverfolgen lassen, bitte macht das, ja, da, um solidarisch zu sein. Na gut, was soll schon, ja, schief gehen, aber in Wirklichkeit geht es um Datensammeln. Ja.
Naja, also es geht ja beides zusammen. Also ich mache mal einen Vorschlag, über den ich in der Frühzeit der App-Diskussion nachgedacht habe. Ich mache einfach mal einen Vorschlag, den ich für ethisch vollständig vertretbar gehalten hätte. Give or take die Hardware-Frage, über die wir uns eben unterhalten haben. Deswegen ist auch das ein bisschen simplifizierend, was ich jetzt mache. Ja? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt mal das Framing so eng setzen, dass wir jetzt nur die App-Diskussion führen, dann glaube ich, wäre das Folgende sogar moralisch empfehlenswert gewesen. Nicht nur neutral, sondern sogar empfehlenswert. Ja? Man stelle sich vor, wir hätten in Deutschland, am besten noch europaweit, aber ich mache es jetzt mal innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen, so einen guten alten Beeper oder sowas, so einen Pager, ja, erfunden. Kein Smartphone amerikanischer oder chinesischer Herstellungsart. Wir haben komplette Kontrolle darüber. Staatliche Institutionen haben das gecheckt, Telekom, SAP, Siemens haben das Ding hergestellt, wer auch immer, ja, BMW meinetwegen. Irgendwer baut das in Deutschland, ja, diesen Pager. Und auf dem Pager ist nichts anderes als eine Software, die meinetwegen über Bluetooth, wenn es nicht anders geht, Distanzen misst. Ja, so. Und diese App zeigt einem die Wahrscheinlichkeit an, da ist einfach immer eine Zahl drauf, die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert wurde, relativ zu alledem. Die Daten werden dezentral gespeichert, wie wir es alles jetzt haben, ansonsten alles so wie jetzt, ja, nur dass wir diesen Pager haben. Und jetzt geht es noch weiter. Dieser Pager produziert Daten, der führt zu Fortschritt und ökonomischen Zuwachs bei den beteiligten Unternehmen und diese Daten wiederum werden jetzt eingesetzt, um die Kosten für die Krankenversicherungen zu senken. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Pager nehme und trage, zahle ich 20 Euro weniger Krankenversicherung im Monat, weil der Wert kommt bei mir an. Das Unternehmen macht einen Fortschritt, es gibt also einen volkswirtschaftlichen Gewinn, ich zahle weniger, die Krankenkassen sparen und so weiter. Ja? So, das wäre eine Argumentation gewesen, in der ich mir sofort den Pager zugelegt hätte und ich hätte jedem gesagt, hol den Pager, hol den Pager, hol den Pager, hol den Pager. Ja, sind das nicht genau diese neoliberalen Entwicklungen, die alle befürchten, dass unser Verhalten jetzt von Versicherungsunternehmen ausgenutzt wird, wir genatscht werden und wenn wir uns schädlich verhalten, dann müssen wir sogar noch mehr bezahlen. Das wird ja auch als Szenario an die Wand gemalt, dass hier auch eine Klassengesellschaft oder noch mehr Klassengesellschaft dann entsteht. Das wäre wieder fatal. Aber in dem Pager-Modell, nur so wie ich es jetzt entwickelt habe, ist damit noch nichts gesagt, dass die Krankenkassen sowas jetzt immer machen, sondern die Annahmen, die ich jetzt hatte, weil meine Annahmen waren, erstens, wir verwenden den Pager und so weiter nur zu dem Zweck der Bekämpfung dieser einen viralen Pandemie. Mhm. Zweite Annahme, die virale Pandemie ist ein Problem, das wir bewältigen müssen. Mhm. Ja? Man könnte ja auch der Meinung sein, wenn man die Risiken anders einschätzt, man bräuchte keine Maßnahmen. Das halte ich gegeben die Datenlage für keine vertretbare Position, die ist aber nicht a priori falsch. Ja? Ich glaube, dass die Position falsch ist, dass wir keine Maßnahmen brauchen, aber das hängt davon ab, dass ich auch andere Dinge glaube bezüglich der Gefahr des Virus, seiner Verbreitungsstruktur und so weiter. Das heißt, ich habe ein ganzes Annahmensystem, das diese Prämisse stützt, das aber fallibel ist. Ja? Meine Annahmen können falsch sein. Die These, wir brauchen gar keine Maßnahmen, könnte immer noch richtig sein. Ich glaube nur, die Datenlage spricht so gegen sie, dass ich sie nicht glaube. So. Das ist jetzt die Kombination meiner Annahmen. Und das ganze Pager- und Kundensystem, Krankenversicherung ist nur auf diese eine Lage zugeschnitten. Ja? Wenn diese Annahmen, wenn wir so das Phänomen isolieren, dann ist es vertretbar, diesen Pager einzuführen. Mhm. Wenn wir jetzt, aber jetzt kommt genau die Befürchtung einer kritischen Theorie, die sofort kommen muss. Die kritische Theorie muss jetzt sagen, stopp. Ist es denn dann nicht so, dass wenn wir das hier einmal tun, dann tun wir es auch sonst? Mhm. Und dann kommt der AIDS-Pager und der Grippe-Pager und der schlechte Gene kriegt mit der Frau kein Kind-Pager und so weiter. Und dann haben wir die Biodiktatur. Mhm. Ja? So, das müssen wir jetzt wieder realistisch in Rechnung stellen, dass das drohen kann. Und dazu brauchen wir dann wieder Einschränkungen und eben auch die Dialoge, weil wir dürfen nie vergessen, dass auch Menschen, die in Konzernen Verantwortung tragen, sind ja Mitglieder desselben Gemeinwesens. Das vergessen wir gerne, wenn wir glauben, wir würden beherrscht. Ja? Der CEO der Telekom hat auch, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber vielleicht Kinder und so weiter und schickt die irgendwo hin. Das heißt, es ist überhaupt nicht im Interesse des CEOs der Telekom, ja, dass es eine Biodiktatur in Deutschland gibt, die von Pharmaunternehmen und Digitalkonzernen gesteuert wird, weil in der müssten auch seine Kinder aufwachsen. Ja? Das heißt, es gibt nicht, wie man sich das manchmal vorstellt, so eine Art von allem unabhängige, superreiche Elite, der es völlig egal sein kann, ja, was politisch los ist und die dann, genau, die gibt es nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es diese scheinbare internationale Milliardärsklicke, ja, die schalten und walten kann, die gibt es einfach gar nicht. Die können halt nicht so viel tun, einfach deswegen, weil, nehmen wir den Fall USA, ja,
man vergisst ja gerne, wie gut die USA zum Beispiel in der Steuerverfolgung sind. Ja? Mhm. Viel strenger als wir. Man hätte ja so eine Neigung zu denken, in den USA kann ich deswegen leichter Milliardär werden und so weiter, weil die Steuerbehörden mir nicht so leicht auf die Schliche kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Die Amerikaner sind wahnsinnig gut darin, dafür zu sorgen, dass die Steuern in ihrem Land bleiben, mhm, ja? Und so weiter. Teilweise viel besser als die Bundesrepublik. Mhm. Das sind so Stereotype, die, glaube ich, nicht ganz zutreffen. Ja. Ja? Stereotype. Ja. Da wollte ich mit dir unbedingt sprechen. Ja. Weil das genau, steht ja auch im Zentrum des Buchs. Ja. Ja, es ist mir oft aufgefallen. Schon allein in einer Fußnote, wo Sie sagen, ich möchte jetzt hier zwar nicht dauernd Gender-Sternchen benutzen, aber ich werde bei den Beispielen doch oft durchwechseln und dann mal die Ärztin sagen und der Assistent, weil das unsere Stereotype durchbricht. Und wir haben gelernt, es ist ein moralischer Fortschritt, diese Stereotype als fehlerhafte Denkmuster der Wirklichkeit zu sehen. Können wir denn überhaupt auf Stereotype verzichten? Sind die nicht notwendige Bestandteile unseres Denkens? Ich glaube, dass wir tatsächlich auf Stereotype weitgehend verzichten können. Wir üben das nur nicht. Ich glaube, dass traditionelles moralisch-ethisches Denken, gerade sogar im asketischen Bereich, ich denke mir jetzt an mal über 1000 Jahre Mittelalter in Europa und so weiter, ja, ganz zu schweigen natürlich von den indischen Erlösungspraktiken, ja, Stichwort Buddhismus und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich jahrtausendelange Praktiken gehabt, Kulturpraktiken, überall auf der Welt, wie gesagt, verschieden kodiert, in denen es genau darum ging, solche Stereotype zu durchbrechen und zum Universalen zu kommen. Und der Buddhismus lehrt ja sogar, dass es schon ein Stereotyp wäre, zu glauben, man sei überhaupt jemand. Ja? Also das ist noch schärfer als meine These gegen die Identitätspolitik. Buddhistisch gibt es eh keine Identität, gar keine Chance auf Identität. Ja? Das heißt, richtet sich strikt gegen jede Form von Identitätspolitik, wenn man so denkt. Ja? Also sehr avanciert eigentlich. Und ich glaube, wir haben diese Kulturpraktiken teilweise verlernt und dafür gibt es auch einen Grund, weil die Theorie der Stereotype ist hier eingeführt worden im Kontext des Nachdenkens über Werbeindustrie und der Konstruktion der öffentlichen Meinung. Und die Verbreitung von stereotypischem Denken, gerade auch im digitalen Zeitalter, dient ja vor allen Dingen kommerziellen Interessen. Das ist einer der Gründe, das ist inzwischen auch häufig gesagt worden, dass weite Teile der emanzipatorischer Bewegung in den USA am linken Flügel der Democrats, ja, LGBTB+ und so weiter, ja, dass vieles davon, ja, ganz bewusst und eng in Zusammenhang steht mit Wirtschaftsinteressen aggressiv agierender neoliberaler Digitalkonzerne. Ja? Weil Identitäten, wer also glaubt, ich habe meine Identität spezifische und die muss jetzt dafür sorgen, dass ich das Recht habe, in meiner Identitätswahrnehmung auch mich einzurichten. Personen, die das haben unter derzeitigen Bedingungen verschärft, verbreiten das vor allen Dingen ja gerne auch digital. Ja? Also viel Identitätspolitik findet auf Twitter statt und das ist kein Zufall, ja? Weil Twitter dafür bewusst das herstellt. Ja? Also beziehungsweise, wie auch immer, man muss da keine Intentionen machen, es kann auch einfach in der medialen Struktur der Plattform liegen. Ja? Aber dort, die sozialen Netzwerke verbreiten das ganz besonders gut. Ja? Das falsche Denken in Identitäten. Und wir müssen lernen, diese Illusionen zu durchbrechen. Deswegen habe ich auch Fiktion geschrieben, um da zu zeigen, wie diese Illusion zustande kommt und wie wir es schaffen, an ihr vorbeizusehen. Ich glaube also, wir können das tatsächlich überwinden, weil die asketischen Kulturpraktiken, also sehr anspruchsvolle Ethiken der Vergangenheit, die es überall gibt, auch bei den noch lebenden indigenen Naturvölkern, wie zum Beispiel den Kogi, mit denen ich mich in letzter Zeit etwas beschäftigt habe, eine große Gruppe, 30.000 Menschen, die in Kolumbien leben, wahnsinnig avanciertes moralisches Nachdenken, ja, wahnsinnig avanciert, die haben auch rückständige Elemente, aber in manchem sind sie einfach viel weiter als wir und die praktizieren jeden Tag, ja, das Nachdenken über das Nachdenken und die Sprengung von Stereotypen. Die haben die an anderer Stelle auch, aber für sie ist das wichtig, Praktiken der Überwindung einzurichten. Auf breiter Schicht oder ist das da auch nur eine Elite von sozusagen Brahmanen? Ja. Nee, das ist tatsächlich auf weiter Schicht. Es gibt, Lukas Buchholz hat ein gutes Buch über sie geschrieben und dann gibt es ein Französisch von Eric Julien auch und zwei BBC-Dokus. Ich empfehle vor allen Dingen Aluna, die zweite, über die Kogi. Was die jedenfalls tun, ist, die setzen sich
abends ums Feuer, getrennt, wohlgemerkt, in Männer- und Frauengruppen, da würde ich jetzt schon wieder anfangen, ja, aber die sitzen da und denken über ihre Gedanken nach und fragen sich, woher kommt ein bestimmter Gedanke, ja, das heißt, die haben verschärfte asketische Praktiken und in Europa war das lange Zeit, waren das die verschiedenen Religionen, die genau das ja auch geleistet haben, die Sprengung von Stereotypen wäre ja eigentlich das Ziel der Religion, deswegen glaube ich, wird sie auch Maria 2.0 durchsetzen. Ich halte Maria 2.0 für eine sehr katholische Forderung. Ja? Ich glaube, dass der Vatikan das nicht mehr lange durchhalten kann, einfach weil er ein Unrecht in der Frage hat. Maria 2.0 hat einfach recht. Ja? Und es ist natürlich lustig auch, dass die so heißen, Maria 2.0, aber es ist eigentlich ganz zutreffend, ja? Also dass sie darauf hinweisen, dass es sozusagen besonders katholisch eigentlich wäre, ja? Frauen jetzt einzubeziehen, wegen Maria und so weiter. Ja. Also eigentlich ganz interessante Argumentation. Ich glaube, die werden auch gewinnen. Die Religion hat das getan. Und wir haben die Religionen an den Rand, ist ganz interessant, an den Rand gedrängt. Ja. Und wir trauen ihnen eigentlich nichts mehr zu, außer die Organisation von Familienfeiern. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Religionen es auch ernst meinen. Ja, in einem weltanschaulich weitgehend neutralen Staat, ja, ist es natürlich so, dass in unserem Staatswesen die Religionen nicht eine zu große Rolle spielen sollten, aber sie sind ja da. Und ich glaube, die Religionen sollten sich auch wieder ein bisschen mehr zutrauen bezüglich der Frage ihrer Ansprüche. Ja. Also wenn ich schon glaube, in der Wüste hat mich jemand angebrüllt und gesagt, was ich tun soll, dann soll man das bitte auch mal glauben und nicht sagen, Ostern und Weihnachten dient irgendwie Geschenkpapier, der Geschenkpapierindustrie. Mhm. Das ist ja doch ohne jede Frage ein erheblicher moralischer Verfall der Religion. Ja. Aber die Trennung von Religion und Staat gehört auch mit zu den Werten der Aufklärung, der Französischen Revolution, ja, die Sie ja auch, so verstehe ich es, als die universalen Werte ansehen, die dann eben auch erkannt werden können von den Menschen. Aber die Trennung von Moral und Politik, sind Sie da nicht skeptisch? Beziehungsweise ich höre daraus, die Politik muss moralischer werden. Und das klingt mir immer so nach einer Art Hypermoral oder im Weberschen Sinne, dass die Gesinnungsethik da über die Verantwortungsethik eigentlich siegt dadurch. Also ich mache sehr viel, tatsächlich breche ich in vielen sowieso mit Max Weber. Ich teile schon gar nicht seine Auffassung zum Beispiel der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften und so weiter. Ja? Das halte ich für einen bösen Fehler. Ja? Also vieles von Max Weber halte ich einfach für falsch. Es ist interessant, dass er so die Rolle des Säulenheiligen hat. Er hat ja vieles nicht begründet, sondern es sind interessante Annahmen, ja, die Weber getroffen hat. Aber vieles ist ja völlig unbegründet, sowohl empirisch, weil die Soziologie damals nicht in der Weise empirisch war, wie sie es heute wäre. Ja. Also es ist doch interessant. Alle fordern vor allem immer Studien. Man darf gar nichts behaupten ohne eine Studie. Aber den Weber darf man zitieren, der überhaupt über gar nichts irgendeine Studie hinlegt. Was der Weber gemacht hat, er saß zu Hause, hat nachgedacht und geschrieben. Ja. Also richtig schön a priori im Lehnstuhl so eine Art Sozialphilosophie betrieben. Mit geringer Datenlage. Ging auch gar nicht anders. So hat er halt gearbeitet. Ja? Aber dem nimmt man alles ab. Und viele, was ganz interessant ist, ja, diese Rolle des Heiligen, Theorieheiligen, das würde ich aber ablehnen. Also vieles von Weber halte ich für falsch, insbesondere ja, dieses Verhältnis. Aber jetzt kommen wir ruhig ganz konkret zu Moral und Politik. Ja, in der Tat würde ich sagen, dass der moralische Kompass bei Berufspolitikern, Berufspolitikerinnen und so weiter, der muss besonders hohen Ansprüchen genügen. Ja? Das braucht, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Berufsethik. Ja? Dazu gehört einfach das kultivierte Bewusstsein dessen, dass man gewählt wurde. Ja? Also ich glaube, vieles von dem, was bei Angela Merkel gut funktioniert, auch strategisch, ja, analysieren wir jetzt mal gar nicht ihre Entscheidungen sozusagen durch das moralische Prisma, ihre berühmten, ja, Verkehrswende, Abschaffung von Atomkraft und so weiter, also das ganze Energiethema, wie sie es gemacht hat, das Flüchtlingsthema. Ich will das jetzt gar nicht mal moralisch heilig bewerten, obwohl ich das persönlich tue, ja, aber ich klammere das aus jetzt für meine Argumentation. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, die Bundeskanzlerin hätte primär geostrategisch sozusagen gedacht mit ihren Entscheidungen. Ja? Keine Flüchtlinge auf dem Balkan lassen, das führt zu Unruhe, dürfen wir nicht, wir müssen die reinlassen. Wäre eine strategische Entscheidung gewesen zum Beispiel. Ja? Oder die Sorge um so ein Fukushima-Ding gar nicht moralisch argumentiert, sondern Risiko ist doch zu hoch. Also man stellt sich vor, sie hätte nicht und so weiter. Dann wäre es dennoch so, dass ich glaube, dass die Bundeskanzlerin diese eine so rein auch Macht
taktisch eine so erfolgreiche Bundeskanzlerin ist, die einfach so lange in diesem Kanzleramt sitzt, wie sie es nun mal sitzt, weitgehend unangefochten, real unangefochten bei aller Kritik. Das liegt auch daran, dass ihre Politik allemal moralisch gefärbt ist. Ja? Egal, wen sie damit überzeugt. Ja? Also selbst wenn es Dissens gibt in allen Fragen, in denen sie etwas getan hat, was allemal aussieht wie moralisch begründet, das hat sie, glaube ich, in der Macht gehalten. Deswegen, glaube ich, gibt es einen Zusammenhang von Macht und Moral. Aber das ist doch ein großer Kritikpunkt, dass ich jetzt Moral als Machtinstrument missbrauche, um sie zu kaschieren, weil niemand mehr was gegen meine Entscheidungen sagen kann, weil er dann ja ein unmoralischer Mensch wäre. Ja, aber wenn die moralische Argumentation richtig ist, ist das kein Vorwurf. Ja? Das heißt, moralisch zu führen, ja? Also wenn man in einer Leitungsposition ist, die Bundeskanzlerin ist ja auch keine, nicht Tyrannin, die kann gar nicht so viel. Es gibt ja auch einen rechtlichen Rahmen, in dem sie handeln kann. Ja? Es gibt ja ein Parlament, das sie kontrolliert und so weiter. Das ist ein relativ enges Korsett, wenn man das mal ist. Ja? Sie ist halt gut darin, in dem Korsett Räume zu schaffen für sich. Also Machterweiterung ist sie bestimmt, wenn man das alles beschreibt, eine große Künstlerin des Politischen, ganz große sogar. Ja? Aber ich würde sagen, das Überzeugende ist in der Tat, dass sie manchmal das objektiv moralisch Richtige getan hat und das manchmal war, was sie getan hat, alternativlos, wenn alternativlos bedeutet notwendig. Aber nicht alles, das heißt überhaupt gar nicht, ja, ist ja keine Heilige, sondern in dem spezifischen Fall ist es eine auch am Machterhalt ihrer Partei interessierte Akteurin, die natürlich überparteilich weitgehend auch agiert als Bundeskanzlerin und das auch muss und das auch getan hat, aber die gleichzeitig natürlich viele Interessen verfolgt, ihr individuelles Interesse, Kanzlerin zu bleiben, ja, so wiedergewählt zu werden, das ist ein legitimes Interesse, das Interesse des Machterhalts ihrer Partei und so weiter. Also alle diese nicht moralischen Interessen, ja, die sind da. Aber ich glaube, dass sie häufig tatsächlich, wie andere übrigens Bundeskanzler genauso, ist gar kein Angela-Merkel-Punkt. Ja? Ich könnte genauso eine Geschichte über Helmut Kohl und Europa erzählen. Ja? Oder über Helmut Schmidt, der für viele, weil er gerne mal so ein bisschen philosophisch geredet hat beim Rauchen, ja, wirkt er erst recht so moralisch und so weiter. Aber ich glaube, für die gesamte Serie, ja, der Kanzlerschaften in unserem Land, ja, wird man sowas erzählen können. Und die Schröder-Kanzlerschaft wirkt im historischen Rückblick so schlecht, ja, weil die moralische Bilanz so fragwürdig ist. Hartz IV war fatal, man kann nicht Sozialdemokrat sein und sowas machen. Das ist ja inzwischen auch klar, dass das zur Krise der Sozialdemokratie geführt hat, weil man jegliche Glaubwürdigkeit bei der Stammwählerschaft eingebüßt hat. Ja, man kann nicht, es ist wie das Tony Blair-Phänomen. So. Und die ganzen Russland-Aktivitäten von Schröder. Das heißt, Schröder wirkt im Nachhinein sozusagen als besonders schwache Kanzlerschaft derzeit, das kann sich verschieben. Ja? Aber das wirkt im Moment so schwach, ja, als so ein komischer, eitler Übergangskanzler, ja, in der historischen Rekonstruktion, ja, weil viele der Entscheidungen moralisch nicht vertretbar waren. Ja, selbst wenn die übrigens ökonomisch klug waren, über Hartz IV kann man auch geteilter Meinung sein, das kann ökonomisch ein kluger Zug gewesen sein, ja, genau wie die Agenda 2010 insgesamt, dennoch war es moralisch höchst fragwürdig. Also ich bin mir sicher, dass die Klientel sehr enttäuscht war. Also es war von der Machtperspektive her unklug, dann sozusagen sich seine Stammwählerschaft zu vergraulen. Ja. Gut, aber müsste es dann eine Ausbildung der Berufspolitiker hin zu einem moralischeren Menschen geben? Schumpeter hat von einer Elitendemokratie gesprochen. Geht das sogar in diese Richtung? Ich würde sagen, jeder Mensch, das fordere ich am Ende von moralischer Forschung in dunklen Zeiten, jeder Mensch sollte als Pflichtfach Philosophie / Ethik, weil Philosophie ist eben nicht nur Ethik, wir brauchen mehr, wir brauchen noch Logikkompetenzen und so weiter, auch verschiedener Art, auch da Plurales, ja, aber als Pflichtfach ab Grundschule, das ist meine Forderung. Und dann müssen nicht Politiker sozusagen besondere moralische Heroen sein, im Unterschied zu so einem moralisch verkommenen Arbeiter oder irgend sowas, das wäre völlig falsch, sondern alle sollten, ja, Zugang haben zu moralisch rational kontrolliertem Nachdenken. Und zwar unter starken Dissensbedingungen. Ja? Wir müssen, manche Fragen sind ja moralisch nicht beantwortet. Ja? Nehmen wir zum Beispiel die auch immer wieder zu aktualisierenden Meinungen, die wir haben können über die derzeitige Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Jede einzelne Maßnahme, ob das die Maske ist oder die App oder die Einschränkung der Versammlungsfreiheit oder deren Aufhebung und so weiter. Ja? Also, oder die Messinstrumente 50 auf 100.000 ist ja arbiträr. Warum? Und so. Also alles darüber können wir uns moralisch unterhalten. Ja? Nichts davon ist in Stein gemeißelt, weil wir es nicht wissen.
Ja, also nicht deswegen, weil man es auch anders sehen kann, sondern weil wir die Tatsachen nicht genug kennen. Wir bewegen uns ja hier in einem völlig ungeahnten, unsicheren Terrain. Und was wir aber jetzt bräuchten, ist eine rationale, hatten wir auch anfangs, jetzt ist das weniger geworden. Ich nehme ein Abnehmen der Rationalität in der Analyse der Gesellschaft wahr, ja, in den letzten Wochen. Im Vergleich zu Beginn. Zu Beginn waren die politischen Talkshows ja bevölkert von hochrationalen Landesvorsitzenden sozusagen. Ja. Die Ministerpräsidentinnen waren ja beeindruckend rational in der Angabe der Gründe ihres Handelns. Die haben sich geradezu gefeiert. Das war so eine Rationalitätsorgie. Ich fand das übrigens ganz großartig. Ja. Einer besser als der andere. Und auf einmal kannte man Landeschefs, von denen man die vorher nicht profiliert da waren. Und das ist jetzt im Moment etwas zusammengebrochen. Ja. Und diese Kakophonie, ja, ist irgendwie da. Ja? Und hätten wir jetzt aber moralisch ausgebildete Akteure, ich meine damit wirklich alle Menschen in Deutschland, das ist kein Elitenpunkt, den ich mache. Ich versuche immer egalitär und universalistisch zu denken. Ich will gar kein Modell, wo irgendwer irgendwen beherrscht. Wir werden faktisch insofern beherrscht, als wir eine gewählte Regierung haben und damit eine strukturelle Hierarchie. Ja? Die Bundesjustizministerin kann Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen kann. Ende aus, Arbeitsteilung. Ja? Aber sie beherrscht mich nicht. Ja? Weil ich kann auch Entscheidungen treffen, wo sie nichts machen kann. Ja? Und so weiter, wann ich morgens aufstehe. Aber nicht über sie. Genau. Ja, also ja, nicht ja. Über die Bundesjustizministerin können sie eine Entscheidung treffen. Doch, ich kann sie zum Beispiel, ich kann ihre Partei nicht wählen, ich kann sie anzeigen. Ja? Aber, also sie können irgendwas. Abstimmen, aber nicht, sie können sie nicht abwählen in der Form. Naja, das heißt abwählen. Niemand kann jemanden alleine abwählen. Ja, klar. Genau. Aber sie kann alleine über sie bestimmen. Nee, weil sie muss das Parlament anrufen, ihre Ministerialdirigenten, den Juristenapparat und so weiter. Wenn Frau Lambrecht jetzt irgendwie der Meinung wäre, Herr Gabriels Lehrverpflichtung setze ich mir jetzt mal hoch, wir verdoppeln die mal für Professoren, wird sie gar nicht schaffen, ja? Weil der versucht, so, hahaha, den wische ich jetzt mal eins aus, der muss jetzt ganz viel lehren oder irgendwas oder Herr Gabriels Büro muss woanders sein. Wenn sie das jetzt versuchte, sie hätte gar keine Chance, das zu tun. Ja? Auf dem Weg dahin würde sie ganz früh straucheln. Ja? Das heißt, die Handlungsspielräume unserer Politiker sind auch sehr begrenzt. Wir stellen uns da als Bürgerinnen, stellen sich viele mehr Macht vor, als da ist. Ja? Angela Merkel kann nicht so viel ausrichten, wie sich das diejenigen vorstellen, die befürchten, da käme jetzt was. Ja? Selbst das Stichwort Maske und so. Ja? Die Einführung der Maskenpflicht, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland, ist ein, wenn wir rekonstruieren, wie das zustande gekommen ist, ja, ist das wahnsinnig komplex. Natürlich sind da auch ökonomische Interessen im Spiel gewesen, der Herstellung von Masken. Keine Frage. Aber da ist ganz viel im Spiel. Ja? Da ist ein virologischer Diskurs, der sich verschiebt, mal so im Spiel, mit dem Endurteil, Aerosol ist doch das Wichtigste, das zuerst mal steht und so weiter. Ja? Da ist einfach ganz, ganz viel im Spiel. Ja? Risikotheoretische Abschätzungen und so weiter. Wahnsinnig viel. Und dieses ganze riesige Kuddelmuddel hat am Ende dazu geführt, dass eine weitgehende Maskenpflicht in bestimmten Sektoren herrscht. Ja? Während in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, hat Maskenpflicht auch auf der Straße. Da sind wir noch vergleichsweise gut weggekommen, weil wir eingesehen haben, im öffentlichen, also draußen brauchen wir es nicht wegen Aerosol. Wir haben eine andere Argumentation. Ja. Ich würde jetzt sagen, für die Untertanen macht das, wenn ich sie so nennen darf, in der Hinsicht keinen großen Unterschied, denn ihr Leben wird dann sehr stark ja beeinflusst. Es macht sogar vielleicht eher noch eine negative Entwicklung, weil wir nicht mehr diese eine Figur haben, so eine Art Führerfigur, der wir das alles zusprechen können, sondern das sind halt so vage Prozesse und das ist doch die Wissenschaft und Interessen der Wirtschaft. Es macht schwerer, etwas dagegen. Richtig, aber das heißt, das Interessante ist, das, was viele Menschen jetzt wahrnehmen als schon eine faktische Diktatur, also nochmal, ich möchte betonen, es gibt Risiken einer soften Diktaturentwicklung, ja, Nachahmung von China und so weiter, sowas gibt es auch innerhalb der Europäischen Union, sowie faktisch einfach Einfluss auch der Volksrepublik China, spezifisch der Kommunistischen Partei, auf Entwicklung innerhalb Europas. Das sind echte, völlig reale Gefahren, ja, die es gibt. Ja, dazu gehört auch der digitale Überwachungsapparat und so weiter. Das sind alles reale Gefahren. Die möchte ich gar nicht herunterspielen. Aber interessanterweise ist das, was viele Menschen empfinden als schon faktische Diktatur jetzt, ja, Corona-Diktatur, das Gegenteil, das ist Demokratie. Also das ist das interessante Missverständnis. Das, was viele stört jetzt, das Gefühl der Ohnmacht, was kann ich bloß tun und dieses Kuddelmuddel, die Irrationalität der Maßnahmen, die Widersprüchlichkeit der teilweise der Maßnahmen, das Verändern der Maßnahmen, alles das, ist Indikator dafür, dass wir eben nicht in der Diktatur sind. In China verändern sich die Parameter nicht, die Maßnahmen verändern sich nicht, gar nichts verändert sich da. Das heißt Diktatur.
Ja. Also das Interessante ist, dass viele der Menschen, die jetzt beklagen, sie seien in einer Corona-Diktatur, die wollen eine Diktatur. Das ist das Problem. Und das ist mein Einwand gegen die. Mein Einwand gegen viele, nicht alle, überhaupt nicht, kennen die Zahlen nicht. Ich habe es nicht überprüft, ich habe keine Ahnung. Aber mein Einwand gegen diejenigen, die spezifisch glauben, sie seien schon in einer Corona-Diktatur und die deswegen eine andere Staatsform sich wünschen und sogar versuchen, den sagen wir mal, Reichstag zu stürmen oder irgendwie von der russischen Botschaft oder der amerikanischen Botschaft Friedensverträge zu erhalten. Mhm. Diese Untermenge der Menschen, die bei den Berliner Demonstrationen in Erscheinung getreten sind, oder eine andere Demo, die ich auch gesehen habe, interessanterweise, ich war in Hamburg, ein paar Tage nach dieser Berliner Corona-Demo, als die gelaufen waren, ich war nicht in Berlin, war ich in Hamburg für einen Vortrag. Und sehe auf der Straße eine kleine Gruppe, vielleicht 500, ich habe nicht gezählt, von Menschen, die nicht die Abstände abhalten, die demonstrieren und von denen die Mehrheit keine Masken trägt und die Sowjetfahnen tragen und Fahnen der Deutschen Kommunistischen Partei. Mhm. Ja? Genauso verwerflich, ja? Das muss man betonen. Mhm. Aber es war halt kleiner, weniger Risiko, wurde aber auch nicht darüber berichtet, was ich interessant finde. Interessant, ja. So, ja? Also es gibt natürlich Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat von linksradikal und rechtsradikal. Und das müssen wir, glaube ich, ich meine, das wissen, weiß die Regierung besser, wo die Gefahren genau lauern, aber beide sind da. Mhm. So, und das müssen wir, glaube ich, auch abgewogen beurteilen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ja, viele der Menschen, die sich fürchten vor der Corona-Diktatur, fürchten sich, weil sie sich eine Diktatur wünschen. Ja, und das ist der Vorwurf, den ich Attila Hildmann und so weiter machen. Die wollen die Diktatur. Ja. Sie glauben, sie wollen sozusagen nur eine andere. Die reden herbei, die falsche Beobachtung, ja, Angela Merkel sei in einer Diktatorrolle, ist sie eben überhaupt nicht, ja, oder irgendwer sonst, ja, weil sie in Wahrheit eine Diktatur wollen. Das ist mein eigentlicher dialektischer Einwand, ja, gegen diese Untermenge der Corona-Demonstranten. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie groß diese Untermenge ist, weil ich das nicht überprüft habe. Ja. Die Zahlen, die zu Gehör gekommen sind, und dazu gibt es ja auch verschiedene Stellungnahmen, sagen, das sind viele Menschen einfach nur besorgte Bürger. Und eines sollten wir nicht unterschätzen. Jeder Mensch, der in dieser Pandemie durch die getroffenen Maßnahmen, ja, Opfer wird von Kollateralschäden, ja, seine Existenz verliert, sein Restaurant verliert, seinen Job in einer Firma, weil die Firma ihn erst ins Kurzarbeit schickt und dann entlassen muss und so weiter. Alle diese Menschen, die irgendwann in den Arbeitslosenstatistiken stehen, die angesichts dann der zu erwartenden Wirtschaftslage und so weiter vielleicht gar keine Hoffnung haben, jeder einzelne dieser Menschen ist absolut dazu berechtigt, so lautstark wie möglich und 24 Stunden auf der Straße zu demonstrieren, dass die Maßnahmen sofort aufhören sollen. Jeder davon ist dazu berechtigt. Auch wenn sich ein Attila Hildmann daneben stellt und dann mit seiner Reichsbürgerfahne, mit seiner Reichsflagge, ja, wedelt. Das war ja die Kritik. Man marschiert nicht mit Nazis mit, auch wenn man ein legitimes Anliegen hat. Ja, dann muss man halt die Demo an einer anderen Stelle organisieren. Ja? Das heißt, und wir müssen diesen Menschen, den besorgten, den begründet besorgten Menschen, ja, die hier für die Demokratie eintreten, indem sie gegen Maßnahmen demonstrieren, mit denen sie nicht einverstanden sind. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, was ich von den Maßnahmen halte, halte ich sehr viel von den Menschen, die dafür demonstrieren, dass die Maßnahmen, sagen wir mal, eine andere Form annehmen, weil sie bedroht sind von den Maßnahmen. Es wäre doch furchtbar, wenn diese Menschen sich nicht zu Wort melden. Das heißt Demokratie, dass sie es können. So, die marschieren nicht mit Nazis, weil die nicht irgendwo hingehen, weil da Nazis sind. Ja? Wenn ich draußen spazieren gehe und neben mir spaziert Attila Hildmann, darf man mir auch keinen Vorwurf machen. Ja? So, das heißt, richtig ist klar, dass man vielleicht natürlich, Stichwort Corona-Demonstration, wie machen denn das jetzt die Besorgten? Ja, müssen die halt woanders protestieren. Wenn doch klar ist, dass die rechtsradikalen Szene in Berlin und auch die linksradikalen Szene, ja, weil es Berlin ist, aus irgendwelchen Gründen scheint das da prominenter zu sein, dass diese links- und rechtsradikale Flügel sich schnell zusammenfindet, dann geht halt woanders hin. Wieso habt ihr denn noch nicht in Freiburg? Es gibt auch viele andere Städte in Deutschland, ja, wo man demonstrieren kann. Es gibt auch München und sonst wo, ja, oder Bonn. Dann demonstriert halt woanders. Ja? Ich habe eine andere Einstellung zur Demonstration. Ich bin Beamter und so weiter. Ich gehöre zum Staatsapparat. Ja? Und sehe deswegen auch, dass ich gegenüber meinen Mitmenschen als Philosoph hier eine soziale Verpflichtung habe, die ich versuche wahrzunehmen, indem ich auch
als öffentlicher Intellektueller tätig bin. Ja? So. Ja. Auch da möchte ich sagen, ja, es ist gut so, dass wir in Deutschland eine Berufsethik haben für alle Gruppen. Das gilt übrigens auch für die Medien. Ja, die viel gescholtenen Öffentlich-Rechtlichen haben hohe ethische Standards. Mhm. Ja, so. Aber das müssen wir alles weiter kultivieren. Ich würde nie sagen, ja, genug jetzt, wir sind moralisch genug. Im Gegenteil. Ja, ja. Dann lassen Sie mich zum Abschluss die Frage nach der Rolle der öffentlichen Intellektuellen in dieser Corona-Krise stellen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Sollte es, Sie sagen es schon, genug kann es nicht geben, aber Sie haben auch eben davon gesprochen, dass es so eine Verschiebung gegeben hat von einem rationalen Diskurs, zumindest bei den Landesfürsten oder den Ministern. Aber wie haben sich die eigentlich Prominenten, man kann sie auch vielleicht Medienintellektuellen nennen, wie haben die sich positioniert, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, da gab es jetzt auch schon verschiedene sozusagen Phasen und Themen. Die Themen ändern sich ja im Umgang mit der Pandemie. Ja? Jetzt sind wir gerade in der Phase noch der Corona-Demonstrationsthematik. Vorher hatten wir ganz andere Phasen. Es gab die App-Phase, es gab die Risikoeinschätzungsphase, es gab die Langzeitschädenphase und so. Wir laufen ja durch die Lockdown-Phase, die nicht mehr Lockdown-Phase. Wir laufen ja durch alle diese Phasen. Und zu verschiedenen Phasen gab es verschiedene Gründe, warum jetzt spezifisch Philosophen oder so sich zu äußern hatten. Bei anderen haben wir sozusagen gar nichts zu sagen. Ja? Es kommt darauf an, was es ist. Und das fand ich in Deutschland gar nicht so schlecht. Ja? Aber da wäre mehr zu tun gewesen. Und wieder ist das Problem jetzt hier, und das sehe ich insgesamt als Missstand bei uns an, der nationalistische Blick. Ja? Wir schauen zu sehr immer nur auf Deutschland. Ja? Was haben denn die spanischen Philosophen gesagt? Ja? Weiß überhaupt gar keiner. Ich übrigens auch nicht. Ich habe das jetzt verfolgt bei anderen Diskursen. Ich habe Mexiko mehr verfolgt, Argentinien, Italien. Ja? Aber was war denn da los? Und in Frankreich schien es ruhig zu sein. Was haben denn die französischen Intellektuellen gesagt? Gar nichts. Ja? Also da war eigentlich Badiou, hatte früh gesagt, dazu sage ich nichts, da ist alle und so weiter. Aber das halte ich dann für fatal. Attali hat wohl einiges dazu in seinem Blog geschrieben. Ja, stimmt. Attali hat, genau. Attali und Edgar Morin, es gab also Stellungnahmen. Aber was haben die Deutschen wieder gemacht? Nur auf sich geschaut überwiegend. Das ist das Problem. Warum laden wir denn nicht in unsere politischen Talkshows mehr Intellektuelle ein, erheblich mehr. Das sage ich die ganze Zeit schon. Da haben wir Arbeit zu leisten, weil es doch einer der Hauptorte in Deutschland ist, ja, zur Justierung der öffentlichen Meinung. Ja. Also die Selbstbeobachtung der Gesellschaft läuft mit der größten Reichweite in Deutschland überwiegend immer noch über die politischen Talkshows. So, da müssen wir also noch mehr leisten, mehr Intellektuelle und auch Internationale. Wenn wir doch digital zuschalten, warum war der Agamben nicht mal da und sagt was dazu? Ja. Oder Zizek oder andere. Ja. Oder was weiß ich, Martha Nussbaum. Ja. Um auch da Gender herzustellen, weil es gibt sehr, sehr gute Philosophinnen, vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich. Ja. So, warum haben wir denn die nicht mal gefragt? Ja. So, da sehe ich ein Manko, auch für Europa. Ja, die spanischen Theoretiker und Intellektuellen denken wirklich anders nach über die Problemlage jetzt. Die hatten auch den schärferen Lockdown. Was sagen denn die? Haben die gesagt, dass es in Ordnung ist, moralisch die Kinder zu Hause einzusperren? Würde mich wundern. Und wieso hören wir uns denn die nicht an? So, das heißt, ich glaube eher, dass wir das Problem in Deutschland haben. Und da sehe ich, dass wir zu wenig echte Diversität, haben in der Rolle der öffentlichen Intellektuellen. Wir müssen viel mehr Raum dafür haben. Ja? Und dieser Raum, und zwar mit dem Ziel des rationalen Austauschs von Überlegungen. Ja? Und das ist eine ganze Dialektik, der wir dann gegensteuern müssen. Ich habe so ein Projekt, das nenne ich Stage Time. Wir müssen natürlich auch untersuchen, wie viel Zeit, zum Beispiel Redezeit und so weiter, kriegen Intellektuelle in politischen Talkshows im Unterschied zu anderen. Und zum Beispiel kein gutes Design ist, dass, was häufig so ist, dass die eingeladenen Intellektuellen sozusagen 2 Minuten kriegen, in denen sie kurz was sagen können und dann muss Herr Söder wieder alles erklären, sondern da finde ich, bräuchten wir ein viel besseres Gespräch des Austauschs von Gründen, was oft auch so ist, ja, zum Beispiel zwischen Beispiel jetzt einfach Herrn Söder und irgendwen anderen, ja, nur ein x-beliebiges Beispiel, das kann jede Konstellation sein. Das, und wie gesagt, zu Beginn habe ich eine Wahrnehmung gehabt, dass insgesamt die Öffentlichkeit, die reichweitenstarke Öffentlichkeit, auch das Netz, ja, in eine sehr rationale Richtung ging. Das ist jetzt wieder gebremst. Und ich würde sagen, sehr viel mehr davon brauchen wir. Ja. Ich will gar nicht sagen, ja, dass spezifisch jetzt mein Fach der Philosophie, ja, immer nur jetzt sein sollte, Teilnehmer an den öffentlichen Debatten. Ja. Innerhalb der Philosophie entwickeln wir auch Sachen hinter verschlossenen Türen, ja, als Fachdisziplin. Und das
das muss auch so sein, sonst kommen wir nicht voran in der Fachdisziplin. Aber ich glaube, dass wir Wertschätzung dafür entwickeln müssen, wenn wir uns aus den Silos der disziplinären Maßnahmen herausbewegen als Denker. Ja? Mhm. Wir haben wenig Raum der Wertschätzung dafür. Und es ist interessant, dass als Virologen-Bashing losging, ja, haben alle gesagt, das geht nicht, ihr dürft den armen Drosten nicht. Ja? Man muss sich ja fast schon fragen, dürfen wir eine Drosten-Karikatur machen, so wie dürfen wir eine Mohammed-Karikatur machen? Er hat sich ja selbst beschwert, er wollte ja keine Karikatur von sich. Mhm. Und so weiter, es gab ja auch diese Phasen und dann gab es Bildgate. Ja? Und zu Recht haben wir gesagt, das geht nicht, ihr dürft nicht die Expertise eines herausragenden Virologen, egal welcher von denen das jetzt ist, in Frage stellen. Die wissen was über das Virus, was ihr nicht weiß, ihr dürft deren Expertise nicht kritisieren. Mhm. Ja? Das war ein richtiges Statement. Mhm. Was ist aber mit der Philosophie passiert? Wenn man sich anschaut, gibt es ein ganzes neues Genre, das man beobachten konnte, des populistischen Philosophen-Bashings in teilweise den großen deutschen respektabelsten Tageszeitung. Mhm. Ich nenne ein Name No Names, die haben es alle fast getan. Mhm. Ja? Dass dann irgendein nicht qualifizierter Mensch dort Artikel geschrieben hat, zum Beispiel wie man mit Agamben oder so umgegangen ist, völlig inkompetent. Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Agamben, ja? Weil auch Agamben ist ein komplexes Theoriefeld. Da kann man ja einfach sagen, Agamben. Ja? Weil der mal auf dem Blog was gesagt hat, sagen jetzt alle, der Agamben sei durchgedreht, dann lest ihn doch mal. Ja? Lest doch erstmal Homo Sacca bis Ausnahmezustand durch, erarbeitet das mal, das Theoriegeschehen bei Agamben, ehe euch dann Agamben nähert. Ja, aber die Zeitungen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt gedacht, den Agamben darf man sozusagen kostengünstig beschimpfen. Das ist mir auch passiert und anderen ja, Philosophen. Dass also es gab das. Und da regt sich, und das ist ein Fehler in Deutschland, die Öffentlichkeit nicht in derselben Weise auf, wie beim Virologen-Bashing. Da sagen wir irgendwann, lass mal die Leute, die Expertise, die sind gut für unser Land, ihr könnt doch diese Expertise nicht in Frage stellen. Interessanterweise ist es in Deutschland aber sozusagen, sind öffentliche Intellektuelle gerade aus der Philosophie, anders als, sagen wir mal, in der Soziologie, sind geradezu freiwillig ja, populistischer und insbesondere digitaler Beschimpfungskampagnen. Mhm. Ja, und das halte ich für ein Demokratiemanko. Mhm. Ja, vergessen wir nicht, wir hätten ohne sozusagen meine Leute, ja, meine Zunft, hätten wir keine Gewaltenteilung. Mhm. Ja? Montesquieu. Mhm. Ja? Ohne Rousseau hätten wir gar nicht den Gedanken, dass es einen verhandelbaren Sozialvertrag gibt. Mhm. Ja? Also nicht der Social Contract contra Social und so, wir würden so gar nicht denken. Ja? Wir hätten keinen politischen Liberalismus ohne John Locke. Mhm. Ja? Da würden wir jetzt nicht über freie Märkte reden. Ja, so. Das aber interessanterweise in der Pandemie, und das habe ich eher als größte Schwäche wahrgenommen, gar nicht so sehr die Äußerungen meiner Kolleginnen und Kollegen, da hätte man auch mehr hören können. Es gab noch mehr, glaube ich, gute Leute, die zu Wort hätten kommen sollen. Mhm. Ja. Aber jetzt mal unabhängig von der Frage, habe ich wahrgenommen als viel größeres Problem den Gedanken, dass man Philosophie immer x-beliebig ja, beschimpfen und zurückweisen darf. Das mhm. heißt, nennen wir das Phänomen Misosophie, mhm. ja, also Hass der Weisheit. Und ich habe wahrgenommen einen zunehmenden Hass der Weisheit. Mhm. Ja. Und das, würde ich sagen, ist doch Indikator für auch einen moralischen Rückschritt bei eben gleichzeitigem moralischen Fortschritt. Ich sehe immer beides. Ja? So, das wäre meine größte Kritik eigentlich daran, dass wir nicht divers genug repräsentiert haben. Ja? Das wäre ja mit digitaler Zuschaltung gut gegangen. Ja? Warum sind denn in unseren Talkshows übrigens und so weiter immer nur Menschen, die Deutsch sprechen? Warum eigentlich? Mhm. Ja, wir sind jetzt divers genug, dass wir finden, die sollten alle auch ein bisschen anders aussehen. Aber das ist noch nicht Diversität, sondern richtige Diversität ist, dass wir auch Menschen haben, die zum Beispiel nicht unsere Sprache sprechen und die unsere Verhältnisse gar nicht verstehen. Mhm. Ja, man stelle sich, was weiß ich, Michael Sandel aus Harvard, mit dem war ich gerade noch in einer Videokonferenz, hat sehr kluge Überlegungen über die Risikoethik der Corona-Pandemie-Bewältigung. Mhm. Ja, warum war nicht der Michael Sandel mal ja, in der Tagesschau? Ja, warum berichten wir nicht, Michael Sandel sagt, Tagesschau, was weiß ich, 20:08 tief drin, kurz vor Lottozahlen meinetwegen, aber dann kommt der Michael Sandel und der sagt, wir haben hier in Harvard herausgefunden, bla. Das gelingt nur Bill Gates, in der Tagesschau 10 Minuten zu haben, also auf wenn er Englisch spricht. Agamben hat nie gesagt, ja, wir befinden uns in einer Hygienediktatur, ja, weil dann sagen alle, stimmt ja gar nicht, demokratischer Rechtsstaat, Bundesinfektionsschutzgesetz, der Mann übertreibt. Ja. Agamben hat genauso wie ein Virologe ein Modell entwickelt eines möglichen Katastrophenszenarios und vor dem gewarnt. Mhm. Und das, man muss sich das Modell genauso anhören, mit derselben Seriosität, ja, wie man sich ein epidemiologisches Modell über die Verteilung des Virus anhört. Ja. Ja. Und das muss man lernen. Es gibt philosophische Expertise,
Agamben ist einer der führenden Ausnahmezustandstheoretiker. Man kann sich fragen, wie gut man das Genre der Ausnahmezustandstheorie findet oder auch nicht. Das ist dann eine Fachdiskussion. Ja? Aber wenn einer was von Ausnahmezustandstheorie versteht, ist das Giorgio Agamben. Ja? Und Agamben, wie gesagt, hat nicht die irrsinnigen Thesen verbreitet, die man ihm teilweise zugeschrieben hat, ja? Weil man nur sein Blogverhalten wahrgenommen hat. Ja? Aber der Mann hat wichtige Bücher geschrieben und da muss man die zur Kenntnis nehmen. Egal, wie man die findet dann. Ja? Da kann man geteilter Meinung sein, aber so ist es immer mit Wissenschaft. Ich würde diese Art Vertrauensvorschuss, den Sie, oder das ist jetzt bei Agamben kein Vertrauensvorschuss, aber diese Art Sichtweise als Vertrauensvorschuss tatsächlich sehr vielen der besorgten Bürger erstmal zusprechen, die auch sagen, naja, Corona-Diktatur ist für uns vielleicht eine Metapher, vielleicht auch nicht in der Ebene, die Agamben benutzt, aber natürlich sind wir derzeit nicht in einer Diktatur. Aber so ähnlich wie man George Orwell sagen könnte, die Tatsache, dass 1984 erscheinen kann hier, ist doch ein Beweis dafür, dass es noch gar nicht so ist. Ja, da hätte George Orwell gesagt, ja, aber ich möchte davor warnen. Ich würde das gerne, so wie ich es mitbekommen habe, vielen Demonstranten da auch erstmal zugutehalten. Vielleicht nicht denen, vielleicht nicht Attila Hildmann oder so. Genau, ja, nee, da müssen wir, wie gesagt, die Pauschalverurteilung aller Demonstranten, das ist natürlich ein Fehler. Wie gesagt, es gibt gute Gründe, sehr gute Gründe, besorgt zu sein über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Und zwar nicht, weil die Bundesregierung beabsichtigt, Existenzen in den Ruin zu treiben, überhaupt nicht, sondern weil die Maßnahmen in ihrem Wesen solche Konsequenzen haben, nämlich Kollateralschäden. Und das müssen wir ehrlich diskutieren. Ich habe das in einem NTV-Interview genannt, gesamtgesellschaftliche Triage, indem wir Ressourcen verschieden allokiert haben, da was hingegeben, da weniger und so weiter, haben wir auch Menschen in Notsituationen gebracht. Und das müssen wir ehrlich diskutieren. Was soll denn das zu verschweigen? Ja? Weil das ist ja begründbar, was getan wurde. Und darüber muss man dann reden und dann auch Ansprüche. Ja? Das wird ja auch ganz gut gemanagt mit verschiedenen Maßnahmen, Kurzarbeitergeld und Konjunkturprogramme. Ja? Aber ich glaube, das wäre auch eine Kommunikationsfrage. Und zu dem unseligen Wort Covidioten ist ja zu sagen, dass ein Idiot ein Privatmann ist. Ein Idiotes ist der nur das eigene im Sinn hat, das Idion, der sich nicht für den Staat interessiert. Das ist die Definition klassisch von Idiot. Der Unterschied ist von dem, der sich für Politik interessiert und dem Idioten. Wer aber jetzt demonstriert für seine Grundrechte, egal wie verworren sonst seine Motivlage sein mag, kann per Definition kein Idiot sein, weil er sich ja für Politik interessiert. Ja. Das halte ich eigentlich für das Bizarre an der Covidioten-Bezeichnung. Ja, nicht, also neben der Beschimpfung von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, was ein Problem ist und so weiter, kann hier von Covidioten eben keine Rede sein. Auch ein Attila Hildmann ist in dem Sinne kein Idiot, sondern sogar ein teilweise gefährlicher politischer Akteur, mit Reichweite und Plänen und so weiter. Ja? Das Netzwerk, das nicht besteht aus rechtsradikalen Verschwörungstheoretikern und so weiter, diese ganze Gefahrenlage, die jetzt da ist, das ist ja eine reale Gefahrenlage und das sind eben das Gefährliche daran ist, dass es keine Idioten sind. Ja? Auch da, glaube ich, müssen wir anders darüber reden, über das Phänomen erstmal. Positiv hätte ich jetzt das Wort Citoyen verwendet, jetzt vielleicht nicht bei Attila Hildmann, aber jemand, der an dem Gemeinwohl interessiert ist oder an der Polis interessiert. Genau, das sind nämlich die Bürger. Ja. Es sind besorgte Bürger unter uns, und zwar viele, deren Existenzen gefährdet sind oder die sich auch sorgen um andere. Ja. Ich habe auch Freunde, deren Existenzen gefährdet sind durch das Unterbrochensein der globalen Lieferketten. Ja. Real gefährdet. Menschen, die vielleicht ihren Wohnort verlieren, ihr Eigentum verlieren und so weiter, die nicht wissen, was sie mit ihren Kindern machen sollen in Zukunft, was aus denen wird. Menschen mit den größten möglichen Sorgen, die man so haben kann in einem Wohlstandsszenario. Ja. So, und das sind viele Menschen im Moment. Und diese Menschen müssen wir mitnehmen, auch in der Argumentation. Es reicht nicht bloß, sie durch staatliche Maßnahmen weitgehend mitzunehmen. Das macht die Bundesregierung und die Landesregierung meines Erachtens sogar sehr gut. Das muss man ja umgekehrt das auch lobend anerkennen, dass das ja bedacht wird. Also das Instrument Kurzarbeit und so weiter hilft uns ja jetzt und viele der Instrumente, die zum Einsatz kommen. Aber ich glaube, in der Kommunikation hapert es noch. Ja? Da müssen wir auch noch realistischer das Thema Kollateralschäden einfach akzeptieren und eine Ethik der Kollateralschäden auch entwickeln. Ja? So, da ist noch viel zu tun. Und
wir müssen auch ethische Missstände, die wir haben, auch anerkennen. Einfaches Beispiel, wir haben auf einmal Milliarden für alles. Jeden Abend wird ein Milliardenpaket für irgendwas geschnürt und man kommt ja nicht mehr mit, man kann die Milliarden dann nicht mehr zählen. Man macht, jeden Tag sind es irgendwelche für irgendwas. Ja? Wie viele Milliarden hätten wir denn gebraucht, um dafür zu sorgen, dass kein einziges Kind 2020 am Rotavirus stirbt? Das wäre billig. Ja? Aber wir lassen circa 400.000 Kinder dieses Jahr, ja, was so meine Kenntnis zufolge die Zahlen sind, ja, sterben am Rotavirus. Ja. Und das sind und ja da einfach sagen, zu verstehende auch Verhältnisse. Und dass da der Verdacht aufkommt, hier geht es doch eigentlich um was ganz anderes, was Sie ja eben auch kritisiert haben, das kann ich dann wiederum verstehen, weil man doch einfach so leicht sehen kann, mit dem ganzen Geld hätte man schon ganz andere Dinge machen können. Warum passiert das nicht? Genau. Und deswegen drehe ich mein Narrativ um in dem Buch und sage, gar nicht, jetzt geschieht etwas, was nicht geschehen soll, sondern umgekehrt. Endlich tun wir mal das Richtige und jetzt aber bitte überall. Jetzt, ich fordere Stringenz ein, ja, von Menschen in Entscheidungspositionen, einschließlich unseren Regierungen, die Stringenz zu sagen, jetzt, wo ihr das moralisch Richtige tut, um beinahe jeden ökonomischen Preis, bitte auch in den anderen Sektoren, die zu bewältigen sind. Und das sind die Asymmetrien in den globalen Produktionsketten, also unsere Ausbeutungsverhältnisse im Ausland der deutschen Industrie. Das muss sofort neu und umgedacht werden. Stichwort auch Nawalny und so. Da haben wir es ja jetzt. Ist ja interessant, dass das jetzt Thema wird. Ja, das müssen wir alles neu denken. Radikal. Das geht jetzt nicht so. Jetzt habt ihr angefangen. Ja? Ihr habt die moralische Katze aus dem Sack gelassen und dafür bin ich dankbar als Philosoph. Ich halte das, den Startschuss der Pandemiebewältigung für einen der größten moralischen Fortschritte, die ich je erlebt habe. Aber jetzt bitte richtig. Ich fordere mehr und nicht weniger von dem moralischen Impetus, den wir jetzt seit 6 Monaten haben. Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf, haben Sie geschrieben. Also in diesem Sinne sollte man das verstehen. Genau. Ja, das ist jedenfalls mein Vorschlag, wie wir damit umgehen können. Mhm. Wie gesagt, ein verliebler Vorschlag, der begründet ist in theoretischen Annahmen und Analysen und so weiter, die ich gemacht habe. Ja, so ist das mit der Philosophie, wie mit jeder anderen Disziplin. Auch wir sind keine Propheten. Mhm. Ja, aber es gibt doch etwas, was wir wissen. Und das System der Begriffe, ja, das ich vor allen Dingen jetzt auch in diesen beiden Büchern entwickelt habe, ist genauso zugeschnitten. Am Ende von Fiktion fordere ich ja auch, dass Nachhaltigkeit das oberste Prioritätsziel alles Verwaltungshandelns sein muss. Und das hat sich jetzt spätestens auch durch die Pandemie dann eindeutig bestätigt. Ja, wer das alles nachlesen möchte hier in diesen beiden, den letzten Büchern von Ihnen, Herr Gabriel, Fiktionen bei Suhrkamp erschienen und bei Ullstein, moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, warum es überhaupt dunkle Zeiten sind, aber vielleicht bei einem nächsten Mal. Herr Gabriel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung.